Es ist Donnerstag, der 5. September 2013. Hier ist die Sendung Macht um Menschenrechte auf Jungle Trump Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute wollen wir uns mit zwei Themen beschäftigen. Gleich wird es als erstes gehen um die Transatlantische Union und danach im zweiten Teil der Sendung um die Frage, wie souverän sind die USA, wo gibt es da ja, faktische oder rechtliche Lücken in der Souveränität der USA, gibt es solche? Kommen wir nun zum ersten Teil der Sendung. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Peter Fuchs von dem Verein PowerShift. Schönen guten Abend. Herr Fuchs, Sie haben einiges herausgefunden über das geplante Handelsabkommen zwischen EU und USA. Was haben Sie da bisher herausgefunden und wie sieht der Zeitplan dafür aus? Wann kann man damit rechnen, dass das beschlossen wird? Ja, das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen, das jetzt seit diesem Sommer 2013 verhandelt wird zwischen den USA und Europa, ist ja auch ein breites Medienthema. Und Anfang des Jahres hatte Präsident Obama in seiner berühmten State of the Union-Adresse angekündigt, dass so ein Vertrag angestrebt würde. Die Europäische Union hat im Juni diesen Jahres ein Mandat an die Europäische Kommission vergeben, jetzt solche Verhandlungen zu führen. Und im Juli 2013 ist es dann losgegangen. Es gab eine erste Verhandlungsrunde in Washington im Juli 2013. Die nächste soll jetzt im Oktober in Brüssel stattfinden. Da kommen dann die Verhandler für eine ganze Woche zusammen. Und wieder eine Verhandlungsrunde soll dann noch in diesem Jahr, also die dritte, in Washington stattfinden. Im nächsten Jahr 2014 wird dann weiter verhandelt und das offizielle Gerede der Diplomaten geht dahin, dass vielleicht sogar bis nächstes Jahr ein Abschluss erreicht werden soll. Das ist aber komplett unrealistisch. Man kann davon ausgehen, dass circa 3 bis 5 Jahre Verhandlungen zwischen den USA und Europa stattfinden werden um einen sehr weitreichenden und aus unserer Sicht gefährlichen Vertrag. Das Ganze läuft sehr intransparent, läuft sehr unter Geheimhaltungsauflagen. Nur ab und zu geraten mal Dinge an die Öffentlichkeit. Und ab und zu werden auch mal ein paar Parlamentarier oder Journalisten und Nichtregierungsorganisationen informiert. Und ein wenig dieser Informationen haben wir auch unserer Webseite power-shift.de zusammengetragen. Und wir werden das auch weiter versuchen, kritisch zu publizieren und zu veröffentlichen, was wir herausfinden. Sie haben auf Ihrer Webseite ja das Verhandlungsmandat veröffentlicht mit Stand vom 17. Juni 2013. Ja, genau. Interessanterweise ist das nicht vom PowerShift herausgefunden und dann veröffentlicht worden, sondern ein französischer Fernsehsender hat dieses Mandat, also die offizielle Beauftragung der Europäischen Kommission in Brüssel mit diesen Verhandlungen, auf seine Fernseher-Webseite gestellt. Und dort habe ich mir die heruntergeladen und jetzt auch auf meine Seite des Vereins PowerShift gestellt. Sie finden sie auch an anderen Orten im Internet. Auch eine liberale holländische Europaabgeordnete hat dieses Mandat mittlerweile öffentlich gemacht. Die Regierung und auch die Europäische Kommission selber behandeln das noch wie ein Geheimdokument. Und das zeigt schon, die Bevölkerung in Europa und die Bevölkerung in den USA, die soll am besten gar nichts drüber wissen. Die sollen noch nicht mal den offiziell politisch beschlossenen Verhandlungsauftrag kennen. Das ist ein Skandal und bezeichnend für die Intransparenz herrschender internationaler Handelspolitik. Das hört sich ja danach an, dass es dann wahrscheinlich nur für nur einer Minderheit nutzen würde. Genau. Solche Abkommen sind Elitenprojekte. Sie nutzen außenwirtschaftlich aggressiven, zum Beispiel Export- oder Investitionsinteressen. Und die Details sollen gar nicht in die Köpfe und die Meinungsbildung und die Analyse von Parlamentariern, von kritischer Wissenschaft, von Nichtregierungsorganisationen oder auch von ganz einfachen Bürgern geraten. Denn diese Elitenprojekte mit ihren sehr einseitigen wirtschaftlichen Regeln, die betreffen in den Konsequenzen dann auch zum Beispiel den Umweltschutz, die Verbraucherrechte, die Frage der Arbeits- und Menschenrechte zwischen den handelnden Nationen. Und all diese Dinge sind von hoher politischer, ökonomischer, ökologischer, sozialer Brisanz. Und den Wirtschaftseliten, die solche Handels- und Investitionsverträge aushandeln, ist es gar nicht recht, dass so eine breite Debatte stattfindet. Nun lässt sich diese breite Debatte aber bei einem Abkommen dieses Kalibers nicht verhindern. Wir reden ja schon relativ öffentlich, auch in Medienberichten, in Fernseh, Radio
und jetzt dankenswerterweise auch mit Ihrer Hilfe und anderer im Internet über dieses Abkommen. Und das muss weitergehen. Ich habe im Zusammenhang mit Debatten um WTO-Recht schon ein paar Mal gelesen, dass es eine Auffassung gibt, unter Umständen Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze als nicht tarifäre, also nicht auf Zollschranken bezogene Handelshemmnisse anzusehen. Droht das auch hier? Gibt es dafür Anzeichen? Ja, das ist nicht nur ein Anzeichen, sondern im Kern dieses Verhandlungsprozesses werden die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse stehen. Nicht-tarifär meint nicht Zölle. Also alles, was nicht ein Zoll ist, sondern eine andere Art von politischer Regulierung, kann aus Sicht so eines Freihändlers und dieser Diplomaten und Unternehmen, die in dem Prozess ihre Märkte öffnen wollen und Investitorenrechte schützen wollen, als ein Handelshemmnis bezeichnet werden. Aus unserer Sicht ist das Wort Handelshemmnis da allerdings völlig falsch. Es kann nämlich eine sehr wertvolle Schutzmaßnahme, zum Beispiel der Verbraucherinnen und Verbraucher, vor den unsicheren Risiken genetisch veränderter Lebensmittel sein. Oder es kann eine Schutzmaßnahme sein vor unbekannten oder bekannten Risiken von Chemikalien. Oder es kann eine Schutzmaßnahme sein vor Klimafolgen von internationalem Flugverkehr oder von Fracking-Gasen. Nur diese ökologischen Schutzmaßnahmen oder auch andere Maßnahmen sind in der Brille der Freihändler ein sogenanntes nicht-tarifäres Handelshemmnis. Und nun sagen die Verhandler Europas und der USA, wir brauchen dringend Verhandlungen über diese komischen nicht-tarifären Handelshemmnisse, über diese Regulierungen. Denn Zölle gibt es gar nicht mehr viele. Zwischen den USA und der EU ist so das durchschnittliche Zollniveau bei 3%. Mal 5%, ganz wenige Produktlinien haben auch höhere Zölle. Aber im Kern und von den ökonomischen Interessen her am schärfsten im Blick sind diese Regulierungen, die die Freihändler als nicht-tarifäre Handelshemmnisse bezeichnen. Insofern ist das Besondere an diesem Abkommensprozess, an diesem Verhandlungsprozess, dass sich unterschiedliche Regulierungsräume und unterschiedliche Philosophien und unterschiedliche gesellschaftliche Präferenzen entgegenstehen. Und die Unterschiede sollen abgeräumt werden, damit Konzerne mehr handeln und mehr investieren können. Das ist die große Gefahr und der Skandal. Die scheinen ja einen sehr weiten Begriff von Handel zu haben. Also nicht nur Waren über die Grenze zu bringen, sondern auch Dienstleistungen grenzüberschreitend. Und wenn Sie sagen, es geht zum Beispiel auch um Fracking, das ist ja, hat ja eher was mit Rohstoffförderung, mit Hilfe von Chemikalien zu tun. Und das ist ja weder grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen noch grenzüberschreitende Lieferung von Gegenständen. Selbst das könnte davon berührt werden. Ja, es ist nicht meine Auffassung oder von einigen merkwürdigen Verhandlern, sondern insgesamt ist ja die internationale Handelspolitik schon in der WTO, aber erst recht in den jetzt vielerorts laufenden sogenannten bilateralen Verhandlungsprozessen von so einem weiten Verständnis ausgehend. Bilateral heißt, zwei Parteien verhandeln darüber, was in der Tat an Güterhandel mit Agrarprodukten, mit Computern, mit Stühlen, mit Autos zwischen den beiden Regionen läuft. Aber längst ist das Verständnis der Handelspolitik auch den Bereich der Dienstleistungen mit umfassend, den Sie angesprochen haben. Dann aber auch den Bereich der internationalen Investitionen, also wenn eine Bank eine Filiale in einem anderen Land eröffnen möchte oder ein Fracking-Konzern aus den USA in Europa eine Fracking-Investition tätigen und hier dann Gas fördern möchte. Sowas ist mit angesprochen. Und es sind mit angesprochen Finanzdienstleistungen und damit kurzfristige Finanzströme, Kapitalverkehr. Und es ist in den letzten Jahren natürlich auch mit zu einem Thema geworden, der Handelsabkommen, das, was an Rohstoffströmen fließt oder transportiert und verschifft wird. Also Energie und Rohstoffe sind auch ein explizit angesprochenes Thema. Dieses ganze breite Themen- und Sektorenspektrum ist schon in der WTO, ist schon in anderen Handelsabkommen und erst recht jetzt auch in dem EU-USA-Prozess Thema von Verhandlungen. Und alles, was dem im Wege steht, ob es jetzt auch nur die Art und Weise ist, wie man Rohstoffe fördert, ob Umweltgesetze, die das verteuern könnten, die könnten dann als Handelshemmnisse gesehen werden. Jetzt gibt es ja Dinge, die können Staaten ja Einnahmen haben und die für sinnvolle Zwecke verwenden,
anstelle von Zöllen, die ein Stück weit ersetzen. Ich denke jetzt an Ökosteuer, an Rohstoffsteuern. Das könnte man ja vielleicht auch als Handelshemmnis sehen, wo dann könnte ich mir vorstellen, wenn die Ökosteuer dann gesenkt werden müsste, von wegen Handelshemmnis, dass dann auch die Zuschüsse zur Rente sinken würden, die man daraus bezahlt. Ja, es gibt fast nichts, was ein scharfer Freihändler nicht als Handelshemmnis oder als Investitionshemmnis bezeichnen würde. Nun würden Ihnen aber Vertreter des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaft sagen, nein, die Ökosteuer wollen wir nicht anrühren und auch andere staatliche Einnahmen bleiben ja unberührt. Das mag bei einzelnen Einnahmen auch gelten, es mag vielleicht auch für die Sozialversicherungssysteme gelten, aber erstmal kommt ganz viel als Verhandlungsmasse mit in die Verhandlungsdokumente, in die Auseinandersetzung zwischen den Diplomaten. Es gibt starken Druck der Wirtschaftslobbys, auch gerade im von Ihnen angesprochenen Bereich der Rentenversorgung gibt es natürlich private Versicherungen und Finanzdienstleister, die die wechselseitigen Märkte durchdringen wollen und da auf private Lösungen setzen. Also würde ich sagen, ja, auch all diese Bereiche, die von hoher Bedeutung für staatliche Einnahmen und für unseren Bundeshaushalt sind und für das, was wir gesellschaftlich dann im Kampf um die Verwendung dieser Mittel erreichen wollen, ist zumindest im Blick und potenziell damit auch bedroht durch solche Freihandelsverhandlungen. Sie hatten eben auch die Gentechnik angesprochen. In dem Vertrag selber sehe ich die Gentechnik in dem Verhandlungsmandat nicht ausdrücklich angesprochen. Was gibt es da für Hinweise darauf, auch im Sinne von nicht-tarifäre Handelshemmnisse oder ist vielleicht was verlautbart worden seitens der Verhandelnden, dass es ihnen auch um Gentechnik geht? Ja, die Europäische Kommission wusste wahrscheinlich, dass irgendwann dieses Verhandlungsmandat bekannt wird und auch die EU-Mitgliedstaaten, also auch unsere deutsche Bundesregierung, die ja der Europäischen Kommission diesen Verhandlungsauftrag gibt, die wussten, auch dieses Dokument wird irgendwann mal öffentlich. Deswegen haben sie klugerweise so ihre Sicht, das Wort Gentechnik und genetisch veränderte Organismen und so da gar nicht erst reingeschrieben. Aber wer die Substanz dieser Verhandlungen, die anstehen, kennt, der weiß, dass natürlich über Agrarprodukte, dass natürlich auch möglicherweise über Futtermittel und den internationalen Handel mit Agrar- und Futtermitteln gesprochen werden wird. Denn das ist ein ökonomisch hochspannendes und wichtiges Thema für die amerikanische Agrarlobby, leider aber auch für viele Europäer und europäische Agrarkonzerne. Und wir kriegen also über das Thema des Agrarhandels, über die Frage von Zulässigkeit von Futtermitteln bei Fleisch und anderen Produkten und wir kriegen über den Themenstrang, der dahinter dem komischen Kürzel SPS verborgen ist, sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen, und vielleicht noch über den Themenstrang TBT, also Technical Barriers to Trade, also den Zusammenhang von technischen Handelsbarrieren, dann eben doch das Thema genetisch veränderte Lebensmittel mit auf die Agenda. Wir wissen das auch schriftlich belegt, weil zum Beispiel die US-Farm-Lobby einen deutlichen Brief geschrieben hat an die US-Verhandler. Und auch weil es Äußerungen europäischer Konzerne und Unternehmen gibt, wie auch Politiker gibt, und all diese Stimmen aus dem rechten und liberalen Lager sagen, was die Europäer da machen mit ihrem Vorsichtsprinzip, das ist ein mögliches Handelshemmnis. Denn es ist ja gar nicht richtig wissenschaftlich bewiesen, so die These dieser Freunde des Freihandels, dass genetisch veränderte Produkte wirklich schädlich sind und deswegen sollten die doch zugelassen werden. Der freie Handel damit sollte erlaubt werden. Die US-Farmlobby verspricht sich davon, großen neuen Marktzugang und neue Geschäfte in Europa. Und einige europäische Importeure und Lebensmittelkonzerne sind da natürlich nervös. Vor allem aber sind wir als Verbraucherinnen und Verbraucher und all die Aktiven für eine kleinbäuerliche und ökologischere Landwirtschaft sind da sehr nervös. Von daher müssen wir mal gucken, wie dann durch die Hintertür oder doch offen angesprochen das Thema der unterschiedlichen Regulierungen zu Genfood dann zum Verhandlungsgegenstand wird. Wo es ganz gut gegenübergestellt ist, gibt so kritische Wissenschaftler im Verein, ich glaube mit Sitz in England, soweit ich mich erinnere, nennen die sich Independent Science Panel, indsp.org ist oder war zumindest mal deren Webseite, die haben das gegenübergestellt, Plädoyer für ökologische Landwirtschaft und
was Sie an möglichen Gesundheitsgefahren gesammelt haben. Vielleicht zur Ergänzung. Es gibt durchaus auch bekannte Naturwissenschaftler, die da eindringlich vorwarnen vor Gentechnik in der Landwirtschaft. Ja, genau. Und ergänzend zu den naturwissenschaftlichen und verbraucherschützerischen Warnungen gibt es eben auch eine rein ökonomische Konstellation, über die wir uns beim transatlantischen Freihandelsabkommen klar sein müssen. Es gibt die großen agrarindustriellen Unternehmen und die Lebensmittelindustrie dahinter, die wollen einen transnationalen, einen transatlantischen, vielleicht sogar einen globalen Markt mit Agrarprodukten und Lebensmitteln. Und es gibt dagegen die Philosophie kleinräumiger, ökologischer, regionaler und kleinbäuerlicher Landwirtschaft. Und wir haben in unserem jetzt entstehenden Bündnis TTIP unverhandelbar, also dem TTIP-kritischen Bündnis hier in Deutschland, unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft dabei, die eben unter anderem das Thema genetisch veränderter Lebensmittel, aber auch grundsätzlich den Kampf unterschiedlicher Agrarsysteme, die hier aufeinanderprallen und wo das ökologischere und kleinbäuerliche zu verlieren droht, zum Thema machen. Sie hatten eben SPS angesprochen. Ich wollte gleich gerne nochmal auf das kleinbäuerliche Situation eingehen. Es gab 2006, 2007 schon eine breite Debatte darüber, was ist vorrangig. SPS ist ja, soweit ich weiß, heißt es im Zweifel für den Freihandel. Also wer einen Import verbieten will, der hat die Beweislast, dass etwas ungesund oder gefährlich ist. Und während beim Biosafety-Protokoll, was es ja gehört zu dem Rahmen, was auf dem Rio-Abkommen aufbaut, ohne Umweltschutz, Biosafety oder Cartagena-Protokoll, da ist die Beweislast bei dem, der einen Import durchführen will, dass es ungefährlich ist, wenn es jetzt was Genverändertes ist. Nur das Blöde ist, dass das Biosafety-Protokoll genau gleichrangig ist zum WTO-Recht. Und da hat man natürlich einen ständigen Streitpunkt. Was geht denn jetzt vor, wenn beides genau gleichrangig ist? Genau, es gibt diesen Streit, den Sie ansprechen, auf rechtlicher Ebene. Es gibt den Streit in den Philosophien hinter diesen Regelwerken, die Sie angesprochen haben. Und genau dieser Streit wird auch jetzt wieder im transatlantischen Freihandelsabkommensprozess aufbrechen. Hinter diesem komischen Kürzel SPS verbirgt sich halt ein WTO-Abkommen. Dieses WTO-Abkommen über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen, also gesundheitspolizeiliche Maßnahmen, das versuchte so einen schlechten Kompromiss zwischen der Freihandelsidee und den Schutz- und Regulierungsbedarfen, die wir haben, um Gesundheit, Menschen, Tiere, Pflanzen zu schützen. Dieser schlechte Kompromiss in der WTO, der setzt jetzt auch nochmal die Grundlage für das, was die an SPS Plus, also an weitergehenden Regeln des Handels zwischen USA und EU verhandeln wollen. Und man muss dort aus Verbraucherinnensicht, aus einfacher Bürgerinnensicht, aber eben auch aus Sicht des Pflanzen- und Tierschutzes sehr genau aufpassen, dass nicht plötzlich schon die problematische Situation, die wir wegen der Welthandelsregeln der WTO haben, durch so ein zusätzliches Freihandelsabkommen EU-USA noch verschlimmert wird. Verschlimmert heißt dann jeweils, dass wir politische Handlungsmöglichkeiten in Handelsabkommen eingeschnitten, eingeschlossen, eingefesselt bekommen. Politische Handlungsmöglichkeiten, die Parlamente, die Regierungen, die wir als Bewegungen und Bürgerinnen brauchen. Die Wirtschaft alleine, der freie Markt, kann sich nicht selbst regeln und regulieren und Gefahren ausschließen, sondern wir müssen das sozial und politisch immer erkämpfen. Und wenn diese Regulierungen, die wir erkämpfen wollen, aber als Handelshemmnis illegal gemacht werden, stehen wir am Schluss als Verbraucherinnen, als Kleinbauern, als Bürgerinnen, als Verlierer da. Und diese große Gefahr droht nicht nur bei SPS, sondern auch bei anderen Regulierungen und im Grunde für die Art von Wirtschaftsmodell, die wir versuchen zu erringen. Es gibt ja eine breite Debatte um eine sozial-ökologische Transformation, die wir brauchen in Deutschland, in Europa, wir brauchen sie eigentlich auch in den USA. Denn der Klimawandel und andere Ressourcenprobleme erfordern eigentlich einen dringenden, zeitnahen sozial-ökologischen Wandel. Das, was mit TTIP, also dieser Freihandels- und Investitionspartnerschaft versucht wird, ist das genaue Gegenteil. Ich habe nochmal
das Verhandlungsmandat angesehen, Textziffer 25 unter der Überschrift regulatorische Themen und nicht-tarifäre Barrieren. Da stehen die sanitären und phytosanitären Maßnahmen an. Ich habe bei der Überschrift nicht direkt geschaltet, dass der SPS steht. Ja, ja, aber das genau ist gemeint. Ja, 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 das genau ist gemeint. Ne? Und ein anderer Teil dieser Verhandlungen und auch dessen, was in dem Text steht, den Sie im Internet gefunden haben, meint die TBT, die technischen Handelshemmnisse, und manchmal läuft eben auch die Gentechnikdebatte unter diesem Stichwort. Oder es wird laufen über die Agrarhandelsprodukte, die hin und her gehen. Also für Laien ist es dann auch gar nicht so einfach, genau aufzupassen. Wo wird denn überall über gentechnisch veränderte Lebensmittel, über Marktzugangsinteressen der Agrarkonzerne, über die Möglichkeiten, eine ökologische Landwirtschaft mit Labeln und mit Regulierungen zu schützen, gesprochen? Es ist nicht immer nur eine Stelle in solchen Verhandlungen, in solchen Mandaten, sondern eine insgesamt etwas komplexere Problematik. Und daher ist es ganz gut und wichtig, dass wir möglichst viel Transparenz machen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre politischen Vertreter und ihre Organisationen, in denen sie sind, aufrütteln und anfragen, was heißt das denn da, dieses unverständliche Handelszeugs, und dass wir auf die Gefahren aufmerksam machen. Wir können dann, so ist meine These, eine Menge verhindern von den Sauereien, die dort geplant sind. Wir haben nämlich schon jetzt in einem relativ frühen Zeitpunkt ein recht breites Bündnis von Organisationen zusammenbekommen, hier in Deutschland, auch auf europäischer Ebene, und in den USA, wo ich im Sommer war, gibt es auch schon sich formierenden Widerstand. Und von daher warne ich zwar vor großen Gefahren, aber ich sehe gar nicht so schwarz. Anders als bei kleineren Handelsabkommen gibt es nämlich ein Rieseninteresse. Die Medien sind da, Politiker laden uns ein, Gewerkschaften und gesellschaftliche Gruppen, die sich lange nicht um Handelsabkommen gekümmert haben, die wachen plötzlich auf, weil TTIP, also der US-EU-Prozess, so eine ökonomisch riesige und politisch bedeutsame Masse umfasst. Und wir können, wenn wir jetzt aufpassen und politisch Druck machen, zum Beispiel verhindern, dass da wirklich GMO, also genetisch veränderte Produkte, auf unsere Märkte kommen. Das kann sich die Politik nicht gegen den Widerstand von Bürgerinnen erlauben, und die werden das Thema dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Etwas Ähnliches ist das Thema, das auch im Mandat steht, nämlich Investorenklagerechte. Auch das Thema, glaube ich, können wir gewinnen. Wir müssen nur zügig jetzt die Informationen verbreiten und aktiv werden. Mit den Investorenklagerechten, das interessiert mich sehr, weil ich frage mich, wie da der Rechtsweg aussieht. Vor was für Gerichte würden die Investoren da gehen? Ja, Investoren beiderseits des Atlantiks haben ein Interesse daran, überhaupt nicht vor Gerichte zu gehen, sondern vor eigene sogenannte Schiedsgerichte. Das ist ein großer Unterschied. Gerichte haben wir in Deutschland, in Europa und auch in den USA gibt es ordentliche Gerichte. Und natürlich haben Bürgerinnen und haben auch Investitionsinteressen, also Investoren und Firmen, die Möglichkeit, Gerichte anzurufen, je nach dem nationalen und europäischen Recht oder in den USA nach dem US-Recht. Das gibt es ja jetzt schon, dafür braucht man kein weiteres neues Abkommen. Nein, was diese Investoren, die transatlantisch investieren möchten, ist nochmal eine zusätzliche internationale Rechtsebene, eben außerhalb ordentlicher Gerichte. Und zwar in Form der internationalen sogenannten Schiedsgerichtsbarkeit. Es gibt es seit einigen Jahrzehnten und wird in den letzten Jahren immer intensiver und heftiger diskutiert. Denn der internationale Investitionsschutz und diese Möglichkeit, eigene Klagerechte in Schiedsgerichten durchzuführen, ist mittlerweile für Konzerne und für Anwaltskanzleien, die damit ein Heidengeld verdienen, ein Weg geworden, um Politik zu bekämpfen und um sich Milliarden Entschädigungen für öffentliche Regulierung anzueignen. Wir erleben das gerade in Deutschland mit dem Konzern Vattenfall. Vattenfall verklagt Deutschland in Washington beim ICSID-Schiedsgericht auf 3,7 Milliarden Euro Entschädigung wegen des Atomausstiegs. Vattenfall sagt, da hat eine Enteignung stattgefunden und wir sind unfair und ungerecht behandelt worden nach einem internationalen Investitionsschutzvertrag. Es gibt nämlich leider einen internationalen Investitionsschutzvertrag im Energiebereich, der Konzernen so ein Extraklagerecht gibt. Und zwischen den USA und Europa, beispielsweise zwischen Deutschland und den USA, gibt es so einen Vertrag noch nicht. Das heißt, ein amerikanischer Energiekonzern könnte bislang so etwas noch nicht machen, wie Vattenfall als europäisches Unternehmen mit uns macht.
Deswegen drängen US-Konzernlobbys und europäische Lobbys auf ein Investitionskapitel im TTIP und sie drängen auf die Einführung dieser Schiedsgerichte. Das sind dann drei Privatleute, drei Investitionsrechtsexperten, die müssen aber keine Ahnung von Umweltschutz oder sozialen oder Menschenrechten haben. Und die können sich in irgendeinem Hotel oder bei der Weltbank in Washington oder bei der Pariser Handelskammer treffen und dann verbindliche Entscheidungen fällen über den Ausgleich zwischen diesen Konzerninteressen und Klagen und dem öffentlichen Ansinnen, beispielsweise beim Atomausstieg, beispielsweise bei Besteuerung. Und das ist ein Skandal. Das ist überflüssig wie ein Kropf und ein Skandal. Das heißt, da sind dann, ist dann auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn ihr sich an Orten treffen könnt, wo gar nicht viel Öffentlichkeit hinkommen kann. Natürlich. Also, es ist intransparent. Es sind nicht rechenschaftspflichtige Schiedsrichter statt ordentliche Richter. Diese Schiedsrichter verdienen damit ein Heidengeld. Das heißt, die sind tendenziell parteiisch. Und vor allem aber fällen die ihre verbindlichen Entscheidungen, die kein Bundesverfassungsgericht und kein Bundesverwaltungsgericht und kein anderes nationales Gericht mehr überstimmen kann, auf Basis des internationalen Investitionsschutzes. Und da kommt es jetzt sehr darauf an, was dieser internationale Investitionsschutz in dem neuen Vertrag USA-EU für Rechte an Konzerne gibt. Von Pflichten reden die überhaupt nicht, sondern von Rechten für Konzerne. Da müssen wir also sehr aufpassen. Da fällt mir ein, also das heißt, auf, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man mal Streit hat in der Partei oder im Verein, da gibt es ja auch interne Schiedsgerichte, damit man sich nicht direkt vom Zivilgericht streiten muss und Kosten hat, sondern möchte dann gerne intern sich wieder versöhnen und halt nur die Frage klären, wie das mit der Satzung aussieht. Und wenn man da sich aber alles den internen Weg durch hat, dann kommt man ja doch vor ein ordentliches, vor ein Zivilgericht. Und da gibt es nichts Vergleichbares, dass man dann von öffentliches Gericht kommt. Nein, das gibt es nicht vergleichbar. In der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ist gerade das Interesse der Konzerne und Anwälte, dass die unabhängig von ordentlichen Gerichten ihre Entscheidung fällen. Und leider, leider, leider hat es Deutschland mit der Bundesregierung und dem liberalen Wirtschaftsministerium schon sehr oft in völkerrechtlich verbindlichen Verträgen unterschrieben, dass dann ordentliche Gerichte nichts mehr dann ändern können, wenn so ein Schiedsgericht einmal eine Entscheidung gefällt hat. Wir sind quasi per internationalen Vertrag verpflichtet, Urteile dieser internationalen Schiedsgerichte wie eine letztinstanzliche Entscheidung unseres Rechtssystems zu behandeln. Das ist noch nicht sehr bekannt, das klingt auch juristisch ein bisschen schwierig, aber es ist eine Katastrophe. Es unterhöhlt völlig das hiesige Rechtssystem. Auch die Zuhörerfrage zur Aushöhlung des Rechtsstaats kann man nur komplett bejahen. Und da sollten auch ganz normale, sag ich mal, liberale, aber doch an den Rechtsstaat und ordentliche Gerichtsbarkeit glaubende Menschen hellhörig werden. Da fällt mir eine mögliche Lösung ein, die ist sicherlich nicht preiswert. Aber bei völkerrechtlichen Verträgen, wenn die einmal in Kraft sind, man hat nicht direkt gegen das Zustimmungsgesetz geklagt, dann kann man ja auch als Betroffener, wenn man dann im deutschen Rechtsraum praktisch eine Folgerechtsakt davon kommt, dann kann man ja auch sich dagegen wehren durch alle Instanzen bis zum Verfassungsgericht. Und wenn dieser Vertrag da einmal in Kraft ist, dann kann das Verfassungsgericht den zumindest noch, soweit da jemand seine eigene Betroffenheit geltend macht, eingrenzen. Aber auch nur soweit das Verfassungsgericht dann noch einen Maßstab hat, an dem es prüfen kann, der höherrangig ist vom internationaler Vertrag. Also könnte durchaus nur internationale Menschenrechte anwenden oder das Grundgesetz. Aber man hat die ganzen Kosten, man muss den ganzen Rechtsweg durch, wenn das einmal durch ist. Ja, und Sie können da als Individuum nicht einfach drauf klagen. Sie müssten ja nachweisen, wie Sie als individueller Betroffener plötzlich vor so einem internationalen Investitionsvertrag betroffen sind. Ich würde auch empfehlen, jetzt nicht diese juristische Laiendebatte zu führen, sondern politisch zu verstehen. Investitionsschutz gibt Konzernen, also US-Konzernen in Europa und europäischen Konzernen in den USA, scharfe Schutzrechte ihres Eigentums, ihrer zukünftigen Gewinne. Und wenn immer diese Konzerne sich bedroht sehen durch neue Regulierungen, dann können sie auf Basis dieser Investitionsschutzabkommen und des angestrebten Schutzkapitels im TTIP-Abkommen nicht nur ordentliche Gerichte anrufen, das können sie nämlich eh schon, sondern internationale Schiedsgerichte. Und wenn das einmal entschieden ist in diesen internationalen Foren, dann kann auch kein Bundesverfassungsgericht und kein Bundestag mehr
dafür sorgen, dass zum Beispiel die Bundesregierung nicht eine Entschädigung zahlen muss an einen Fracking-Konzern oder Chemiekonzern. Und die Bundesregierung ist in allen bisherigen Verhandlungen die schärfste, konzernfreundlichste bei dieser Art von Investitionsabkommen. Wenn es um Abkommen mit Indien, mit Entwicklungsländern, mit auch gerade jetzt laufend Kanada geht, vertritt die Bundesregierung leider eine absolut einseitige, scharfe Investitionsschutzperspektive. Da sind sogar die Amerikaner mit ihren Konzernen und Anwaltskanzleien noch etwas reformfreudiger. Wir dürfen da also nicht die bösen Amerikaner gegen die guten europäisch-deutschen Perspektiven sehen, sondern die aggressiveren Textvorschläge kommen aus Deutschland und von der EU-Kommission. Nun weiß aber auch die Bundesregierung, uiuiui, das kann teuer und heikel werden und eigentlich ist es komplett überflüssig, da ja ordentliche Rechtssysteme bestehen. Und daher hat die deutsche Bundesregierung auch eine Protokollnotiz zum verabschiedeten Mandat hinterlegt, wo sie sagten, eigentlich sollten die nationalen Rechtswege erschöpft werden und nicht gleich Konzerne so eine Schiedsebene ansteuern. Aber die Kommission hat das nicht in ihrem Mandat und Auftrag stehen und die Bundesregierung lässt dann vielleicht diesen Fall auch wieder fallen. Sie macht das im Übrigen, weil sie kein zu lahmes, kein zu sanftes, kein zu transparentes Abkommen will. Sie macht das also aus völlig falschen Gründen. Aber wir als oppositionelle Kräfte, als Umweltschützer, Gewerkschaften und andere, wir sollten aus guten Demokratie- und rechtspolitischen Gründen unbedingt verhindern, dass das durchkommt. Wenn ich mir den AEU-Vertrag ansehe, den ehemaligen EG-Vertrag, da hat ja die EU die alleinige Zuständigkeit für den Außenhandel, zumindest wenn es um neue Außenhandelsverträge geht. Wenn jetzt das nicht der Fall wäre, sonst bei völkerrechtlichen Verträgen, da schließt ja die Regierung so einen Vertrag ab, das Parlament stimmt zu. Und wenn man das für verfassungswidrig hält, muss man dann halt, bevor das Zustimmungsgesetz verkündet ist, noch schnell zum Verfassungsgericht. Jetzt frage ich mich, gibt es, wenn die EU-Kommission, weil sie ja das Verhandlungsmandat hat, wenn die Verträge verhandelt für die EU, gibt es dann auch jemanden, der da zustimmt, die nationalen Parlamente oder das Europaparlament oder vielleicht die Regierungschefs oder Ministerrat? Ja, es gibt da viele, die da zustimmen und leider in der Vergangenheit auch oft immer unkritisch zugestimmt haben. Und für uns ist es ganz wichtig, davon zu wissen, denn das sind gleichzeitig politische Akteure, auf die wir Druck machen können oder deren Rechenschaftspflicht wir einfordern müssen oder deren Wahl wir verhindern müssen. Es ist so. Die EU-Mitgliedstaaten haben der Kommission diesen Auftrag gegeben, nun verhandel mal. Aber die Kommission ist ja sowas wie der exekutive Arm in Europa, der muss hinterher zurückkommen und den Mitgliedstaaten, und das machen sie auch immer zwischendurch schon, fast jede Woche tagen die, Bericht erstatten und die Texte vorlegen. Und es stimmt dann der Ministerrat, also die EU-Mitgliedstaaten, am Schluss so einem Verhandlungsergebnis zu, auch schon immer zwischendurch mal. Dann muss der Vertrag aber um völkerrechtlich geltend zu werden, auch nach dem Lissabon-Vertrag vom Europäischen Parlament ratifiziert werden. Und das bedeutet aber, wenn die Parlamentarier auf Zack sind und wenn wir ihnen Druck machen, dann können die ab der ersten Minute schon jetzt in den Diskussionen um den Verhandlungsprozess, eigentlich schon um das Mandat, auch kritische Fragen stellen, können damit drohen, am Schluss nicht zu ratifizieren, können mithelfen, Schlimmstes zu verhindern. Und das machen auch einige Parlamentarier, aber noch nicht genügend. Und viele sind auch gar nicht informiert. Und zusätzlich ist es dann so, dass bei einem gemischten Abkommen, also sobald da Inhalte drin stehen, die nicht in alleiniger Kompetenz der europäischen Ebene liegen, auch alle nationalen Parlamente in Europa noch mit ratifizieren müssen. Also allein ein kleiner Teil im Bereich geistiges Eigentum oder ein kleiner Teil dieses TTIP-Abkommens mit den Amerikanern beim Investitionsschutz reicht schon, wenn der über die EU-Kompetenz hinausgeht, dass auch der Bundestag und in Belgien sogar die Regionalparlamente mit abstimmen und ratifizieren müssen. Und ohne den Ratifizierungsprozess quer durch alle EU-Mitgliedstaaten ist das am Schluss kein gültiger völkerrechtlicher Vertrag. Wir haben da also auch unseren nationalen Parlamentariern von Anfang an zu sagen, hey, ihr sollt das am Schluss ratifizieren, dann macht euch jetzt schon von vornherein schlau und kritisiert, was da alles an Unterhöhlung von Rechtsstaat, Umweltschutz und anderen Regulierungen läuft. Denn am Schluss ist es doch meist schon zu spät. Wir haben das ja gerade erlebt bei anderen Freihandelsabkommen. Am Schluss sagen leider, erst recht bei falschen Mehrheiten in den Parlamenten, die Parlamentarier oft dann doch ja. Aber wenn sie politisch klug und unter Druck gesetzt werden,
dann können wir auch in Zusammenarbeit mit den Parlamentariern und den ratifizierenden Volksvertreterinnen so einen schlimmen Prozess verhindern oder ausbremsen oder zumindest die schlimmsten Zähne rausziehen. Und ich denke auch, das scheint politisch, scheint der wichtigste Ort zu sein. Denn insoweit, wie sie nicht über die Verträge der EU hinausgehen, ist es dann fraglich, wie weit man dann durch direkten Gang vor das Verfassungsgericht dann drankommt. Insoweit, wie die EU-Kompetenz nicht überschreitet. Und ja. Deswegen. Ich sage immer, vergessen Sie diese Rechtswege. Vergessen Sie bitte diese Rechtswege. Das ist immer mal wieder auch gerne in unseren Kreisen thematisiert. Und man kann da auch mal ganz gezielt und punktuell, da wo es rechtlich auch belastbar ist, was versuchen. Aber im Kern muss es um politische Auseinandersetzung und möglichst gar nicht erst um das Abschließen eines solchen Vertrages gehen. Wir haben ja wahrlich eine lange Geschichte der Handels- und Investitionspolitik und kein einziger ist bislang durch irgendeinen Rechtsstreit oder durch ein Bundesverfassungsgericht einkassiert worden. Leider ist auch das EU und das internationale Recht da nicht so einfach für uns als Betroffene wieder Rückholmöglichkeiten einbauen, sondern das Ganze ist ein politischer und politökonomischer, also ein gesellschaftlicher Prozess des Ringens und kein am Ende juristischer. Nur war mein Hinweis eben bei dem Sonderthema Schiedsgerichtsbarkeit, dass da ja sogar das Rechtssystem selbst angegriffen und unterlaufen wird mit Sonderrechten für Konzerne. Und da kriegen wir auch Verbündete, hoffentlich bei der Juristerei. Die Verbände, spielen Sie an auf die Verbände der Juristen? Zum Beispiel. Es gibt ja fortschrittliche Anwaltsverbände, es gibt Richterinnenverbände. Es gibt aber auch, sagen wir mal, ganz normale konservative Richter, die ein Interesse daran haben müssten, dass in unserer Gewaltenteilung ordentliche Gerichtsbarkeit aufrechterhalten wird und nicht Sonderklagerechte in Schiedsgerichten, also einer privatisierten Form der Konfliktlösung, über nationales und europäisches Recht gehen und auch sogar über die Rechtsstaatlichkeit gehen. Insofern hoffe ich, wenn wir das Beispiel jetzt nochmal Vattenfall-Klage gegen den Atomausstieg nehmen, dass auch die Verfassungsrichter und die Verfassungsrechtsexperten, die ansonsten nicht auf der Seite von Anti-Atom-Demonstranten oder von Globalisierungskritikern stehen, aufwachen und merken, mit dieser Investitionsschiedsgerichtsbarkeit wird die Axt gelegt, nicht nur an Demokratie, sondern auch an Rechtsstaat. Aber nochmal, für den TTIP-Prozess ist noch viel wichtiger die politische und öffentliche Auseinandersetzung an der Fülle der Themen. Wir haben jetzt einige angesprochen, beispielsweise Genfood. Ich möchte nochmal auch auf das Thema Klimaschutz und Fracking zu sprechen kommen. Bei Fracking ist es ja in Teilen sogar auch rechtlich schon zu ganz guten, zumindest de facto Moratorien in Deutschland und Europa gekommen. Auch in Nordrhein-Westfalen, Sie rufen ja aus Nordrhein-Westfalen an. Aber erstens ist das hier noch nicht in trockenen Tüchern auf der rechtlichen Seite. Das wird uns als Auseinandersetzung in Deutschland auch nach der Wahl wieder bevorstehen. Und transatlantisch gibt es ein Rieseninteresse der Fracking-Konzerne in den USA, Fracking-Gas in verflüssigter Form nach Europa zu exportieren, als LNG, Liquefied Natural Gas, nach Europa zu exportieren. Und leider ist die US-Gesetzgebung so, dass die gegenwärtig da noch Genehmigungen brauchen und nicht kriegen, aber bei einem Freihandelsabkommen könnten die freiräumig und großräumig nach Europa exportieren, weil dann die US-Regierung da nichts mehr an Lizenz verweigern kann. Und das hieße mehr Fracking und das hieße noch mehr unkonventionelles Gas wird verbrannt und das CO2 in die Atmosphäre geblasen. Also auch Fracking-Gegner und Freunde des Klimaschutzes müssten aufpassen, denn mit TTIP droht eine Steigerung von Fracking in den USA und es droht über die eben angesprochenen Konzernrechte. Das hat der Konzern Chevron beispielsweise sehr deutlich formuliert, auch nochmal die Möglichkeit, so einen zusätzlichen, ich sag mal, Unrechtshebel der Schiedsgerichtsbarkeit zu nutzen, um hier in Europa gegen Beschränkungen gegen das Fracking vorzugehen. Also müssen wir da verdammt auf Zack sein. Und wir werden als PowerShift im Oktober diesen Jahres auch unterstützt von amerikanischen Bündnispartnerinnen, vom Sierra Club, Veranstaltungen und Informationen zu diesem Thema weiter verbreiten. Wenn man eine Veranstaltung von Ihnen persönlich besuchen will, wo kann man sich da über die Termine informieren? Man kann sich da informieren über die Website von PowerShift, die ich schon ansprach, power-shift.de. Dann wird es eine alternative Rohstoffwoche geben im Oktober, zwischen 12. und 19. Oktober diesen Jahres.
Und da gibt es die Website alternative-rohstoffwoche.de und in der werden wir dieses Thema Fracking und Kohlehandel auch bei wahrscheinlich zwei Veranstaltungen in Berlin, aber auch einer in Nordrhein-Westfalen präsent haben. Und es gibt als Netz von handelskritischen Organisationen in Deutschland die Arbeitsgruppe Handel unter dem Dach des Forums Umwelt und Entwicklung. Das Forum Umwelt und Entwicklung hat die Website forumue.de. Aber wir werden auch versuchen, weiterhin über E-Mail-Listen, über eine noch zu entwickelnde Website für diesen TTIP-Prozess Menschen zu informieren, die mehr wissen wollen oder die von Terminen hören wollen. Insofern kann ich auch nur sagen, wir sind dankbar für Einladungen, auch zu Vorträgen oder zu Diskussionsveranstaltungen, zu Treffen von Organisationen, wo wir dann diese Dinge weiter vertiefen können. Kontakt auch wiederum ist gut möglich über die Website power-shift.de. Und dieser kleine Verein und die anderen Aktiven brauchen natürlich immer auch mal Unterstützerinnen, Mitglieder und Spenden. All die Infos dazu sind auf der Website zu sehen. Ich würde gerne noch ein inhaltliches Thema von dem Verhandlungsmandat ansprechen. Da gibt es eine Textziffer 15. Das sieht so aus, wie wenn man sich da im Rahmen von TTIP so weit öffnen muss, wie man es sonst zum jeweiligen Thema überhaupt am meisten getan hat. Also wenn man jetzt mit einem bestimmten anderen internationalen Freihandelsvertrag hat, dass man dann über TTIP jetzt die EU der USA das Gleiche gewähren muss. Immer das Höchste, was die anderen gewährt hat. Habe ich das verstanden? Ja, die Ziffer 15 im Mandat für diese Freihandels- und Investitionsverhandlungen sagt, wir als Verhandlungsparteien und die Europäische Kommission mit diesem Auftrag sollen weitreichende Liberalisierung bei Dienstleistungen und etwas weiter in dem Abschnitt dann auch bei Investitionen erreichen. Und Sie müssen diesen Abschnitt aber in zwei Teilen lesen. Das erste ist in der Tat das, was Sie ansprachen. Das bisher erreichte höchste Level an Liberalisierung in anderen Freihandelsabkommen, also mit Kolumbien, mit Korea, mit Chile, Mexiko und so, hat Europa ja schon Freihandelsverträge. Das soll gebunden werden und auch den Amerikanern angeboten werden. Das ist wahrscheinlich weitgehend eh schon der Fall, müssen wir ehrlich sagen. Und umgekehrt haben die Amerikaner ja Freihandelsabkommen mit anderen Ländern. Das wollen die Europäer auch jetzt als Gleichbehandlung angeboten bekommen. Das ist aber nicht so das Problem. Ehrlich gesagt entspricht das ja der Grundphilosophie von sogenannter Meistbegünstigung und ist in weiten Teilen ja auch schon im Dienstleistungsabkommen von der WTO, dem GATS-Abkommen, festgelegt. Nein, der nächste Satz sagt dann noch, wir wollen aber auch New Market Access by remaining long-standing market access barriers, also neuen Marktzugang bei den schon noch bestehenden, lange bekannten Marktzugangsbarrieren, die es im transatlantischen Bereich gibt, angehen. Und von daher geht es wirklich um ein GATS-Abkommen, um eine Angleichung an bisher erreichte höchste Liberalisierungsniveaus in anderen Freihandelsabkommen und um zusätzlichen Marktzugang. Da streiten die sich noch um sensible Sektoren und wir müssen aufpassen, dass da nicht öffentliche Dienstleistungssektoren, die jetzt geschützt sind, oder auch andere sensible Sektoren mit unter Druck geraten. Ja, mit den öffentlichen Sektoren, ich würde es doch gerne ansprechen, habe ich mich selber mit beschäftigt. Gibt es Texte von 19, der geht es um die Dienstleistung von allgemeinem, von öffentlichem Interesse, General Interest von allgemeinem Interesse. Das umfasst sowohl Daseinsvorsorge als auch hoheitliche Aufgaben, wobei dieses Verhandlungsmandat aber nicht klar macht, wie weit man das in die Verhandlungen einbeziehen will. Ich habe das selber recherchiert, dass es beides umfasst vom Begriff her. Ich denke, ja, dass das wichtig ist, das herauszubekommen. Genau. Denn das gibt ja viele Beschäftigte im Bereich der Daseinsvorsorge. Die ganzen Beamten in den USA und in Europa wären betroffen. Mit Sicherheit ist das so. Und insofern ist sehr wichtig, dass die Gewerkschaften der öffentlichen Dienste, also in Deutschland die Verdi-Gewerkschaft, in den USA andere Gewerkschaften und in wieder anderen europäischen Ländern wieder andere Gewerkschaften, da aufwachen. Und das tun sie zum Teil schon. Wir haben schon sehr kritische und gute Stimmen aus den Gewerkschaften, auch denen der öffentlichen Dienste,
vernommen. Wir sind da auch im Dialog mit den Kolleginnen von Verdi. Ich bin selbst auch Verdi-Mitglied. Und ja, in dieser Ziffer 19 sind die Dienste von öffentlichem Interesse angesprochen. Und in der Handelspolitik ist ein traditionelles Streitthema, was die Amerikaner und was die Europäer darunter verstehen. Das EU-Mandat sagt da nicht viel und Detailliertes, weil die auch keine schlafenden Hunde im Protestsinne wecken wollen. Und man wird sehr genau in die Verhandlungen reingucken müssen, ob das bei dieser sanften Formulierung und dem Schutz der EU-öffentlichen Interessen bleibt, wie das Mandat das suggeriert, oder ob nicht doch über die schon gelaufenen Öffnungen im GATS hinaus Dienstleistungssektoren, die eigentlich in öffentlicher oder nur teilprivater Hand bleiben müssen, ob die da nicht unter Privatisierungs- und Öffnungsdruck geraten. Wir wissen ja, dass es mit Frankreich schon eine heftige Auseinandersetzung auch gab um den audiovisuellen Sektor, also den auch der öffentlichen Medien. Und der Deutsche Kulturrat ist schon sehr wachsam geworden und hat auch Kooperationen mit anderen TTIP-Kritikerinnen und Kritikern anvisiert, um dieses Abkommen aufmerksam und präzise zu verfolgen und auch um solche Sauereien wie eine weitere Aushöhlung öffentlicher Dienste und Privatisierung zu verhindern. Die Gewerkschaften, der Deutsche Kulturrat und wir als Bürgerinnen müssen da wirklich bei diesen Dienstleistungen sehr, sehr aufpassen. Das Mandat alleine sagt nicht viel, sondern die genauen Verhandlungstexte und all das, was leider, leider intransparent bleibt, geht da eher an den Kern der Sache ran. Es kann, wenn man sich das jetzt mit der Nummer 15 zusammen auch anschaut, wenn also die EU irgendwo gegenüber irgendeinem Land, und sei es aus entwicklungspolitischen Überlegungen, sich weiter öffnet, müsste sie es ja das gleiche USA auch anbieten oder die, wenn die USA es das gemacht haben. Das heißt, um zu wissen, wie weit man sich da öffnen müsste, müsste die EU alle ihre Handelsverträge anschauen, was sie jeweils am meisten angeboten hat, wo sie am weitesten gegangen ist. Und die USA müssten das Gleiche machen. Ja, das müssten die, aber weitgehend wird das eh schon der Stand sein. Und die jeweiligen handelspolitischen Behörden und auch die jeweiligen Handels- und Dienstleistungsverbände und Experten kennen diese Liberalisierungsniveaus. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Europa gegenüber einzelnen Entwicklungsländern schon so sonderlich viel mehr angeboten hat, sondern eher was im GATS-Niveau und vielleicht bei einem Dienstleistungsabkommen mit Korea oder mit einzelnen Ländern an sensiblen Sektoren mal geöffnet wurde. Aber bislang steht eigentlich in Europa zumindest auch noch einiges an Schutz- und Ausnahmeregelungen für den öffentlichen Dienst. Und von daher, ja, ich sehe, was Sie sagen und was Sie da auch an dem Text im EU-Mandat kritisieren. Ich würde aber vor allem darauf hinweisen wollen, dass die über die bestehenden Liberalisierungsniveaus noch neuen und zusätzlichen Marktzugang ausverhandeln wollen. Und da wissen wir nicht, wo genau und wie die Gefahren drohen. Das müssen wir rauskriegen, da müssen wir unsere Politikerinnen zutreten, da müssen wir den Verhandlungen möglichst viel öffentlichen Druck entgegenstellen. Damit die alleine mal anfangen, und das hat die Kommission jetzt ganz schleppend und ganz verzögert, alleine mal den Stand der Verhandlungen und erste Positionspapiere ins Internet zu stellen. Das ist noch Lichtjahre entfernt von der öffentlichen Debatte und Transparenz, die wir brauchen. Aber ich hoffe da auch auf wirklichen gewerkschaftlichen und parlamentarischen Druck, dass in diesen sensiblen Themen wie Dienstleistungen diese Geheimhaltung endlich aufgebrochen wird. Ja, herzlichen Dank für Ihr Engagement und für die Darstellung der Inhalte und des Zeitplans. Und ich hoffe, dass viele Betroffene auch von Verbänden sich die Sendung anhören und rechtzeitig aktiv werden. Ja, ich danke für die Möglichkeit, das ein bisschen zu erklären. Ich sage abschließend noch, jetzt am Freitag in Fulda treffen sich schon viele Umwelt-, Entwicklungs- und handelskritische Organisationen. Am Samstag gibt es einen Crashkurs über diese Investitionsschutzregeln, die ich eben angesprochen habe in Fulda. Und da das jetzt wahrscheinlich für die Zuhörerinnen dieser Sendung etwas spät kommt, werden wir auch in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr weiter sowas anbieten. Also wenden Sie sich an den BUND, wenden Sie sich an PowerShift, wenden Sie sich an Ihre Gewerkschaft oder an andere Organisationen, die damit aktiv sind. Unser Positionspapier und all die Logos der Organisationen, die da aktiv sind, auch die kritischen Bäuerinnen und Attac, sind auf der Website zu finden und hoffentlich kriegen wir da gemeinsam eine tolle kritische Kampagne hin und solche Sendungen wie diese und die Medien, gerade auch kritische Medien, sind da ein ganz wichtiger Pfeiler. Also vielen Dank und alles Gute.
Hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, dem 5. September 2013 auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Nun darf ich ganz herzlich begrüßen Herrn Bernhard Klaptor. Guten Abend. Ja, es geht um die Frage, wie souverän sind die USA wirklich? Wo gibt es denn Lücken in der Souveränität der USA? Lücken in der Souveränität gibt es immer da, wenn man nicht versteht, souverän zu handeln. Also von einem Außenstehenden oder für einen Außenstehenden erscheint die USA vollständig souverän und auch vollständig handlungsfähig. Und das bedeutet souverän. Nicht? Also ich habe die Entscheidungsgewalt praktisch in der Hand und handle auch danach. Das ist die autarke Souveränität eines Staates oder auch eines einzelnen Menschen. So, und man kann vielleicht danach unterscheiden, passiert irgendetwas in der Souveränität, was nicht staatsrechtlich ist oder nicht staatsrechtlich definiert gewesen ist oder was eine Änderung im Staatswesen einfach nur hervorgebracht hat. So würde ich das vielleicht in Bezug auf die USA charakterisieren. Sie haben sich ja schon eine ganze Menge Jahre auch mit der Geschichte der USA beschäftigt. Eine der größten Lücken scheint ja dabei der Notenbank zu liegen. Ja, ich denke, die Notenbanken, die die USA im Laufe ihrer jüngeren oder ihrer jungen Geschichte gehabt haben, sind dafür eigentlich nur eine Art Wegbegleitung. Was ist wirklich mit der USA passiert oder wie hat sich die USA in den letzten 220, 230 Jahren manifestiert? Also würde ich eher so beschreiben. Die Notenbanken sind eine Begleiterscheinung von eventuell von Unvollständigkeit oder eine Begleiterscheinung von Bedarf oder möglich aufgesetzten Bedarf. Dann möchte ich mich mal wirklich bewusst global halten, weil ich denke, dass die Notenbank an und für sich ein Ausdruck der Souveränität sein kann. Aber das heißt, Souveränität kann man dann in Augenschein nehmen anhand der Notenbank, wenn wirklich eine Kontinuität da ist. Und die ist im Laufe der amerikanischen Geschichte absolut nicht erkennbar. Die USA haben doch verschiedene Konstruktionen von Notenbanken schon gehabt, oder Zentralbanken, wo Private das Sagen gehabt haben. Ja, also das hat gleich 1781 angefangen mit der Bank of North America, die von einem Privatmann auch geführt wurde. Und zwar in einer, man kann sagen, in einer Zeit, die für die USA ziemlich kritisch gewesen sind, nämlich gleich im Unabhängigkeitskrieg. Und über diese Notenbank oder über diese Bank von North America sollte die Truppenversorgung der Continental Army geregelt werden oder konzentriert geregelt werden, was für die junge USA damals ein wirklich großes Problem gewesen ist, weil manchmal in manchen Wintern die Truppen einfach weghungerten, einfach verhungerten und man keine gezielte Versorgung sicherstellen konnte und keine gezielte Bewaffnung sicherstellen konnte. Darum hat man sich dann entschlossen, eine Bank zu kaufen, eine vorhandene Bank damals zu kaufen, nannte die dann Bank of North America und gab Robert Morris, einem Privatmann, den Auftrag, die zu verwalten. Aber ich denke, das sollte zu dieser Zeit auch verziehen werden können, da man im Umbruch war, man befand sich im Krieg und man musste einfach bestimmte Prämissen regeln. Nicht? Und diese Bank, die finanzierte sich über eine Aktienausgabe, wo man heute also noch feststellen kann, dass weit über 60% der Finanzierungsmittel aus Frankreich kamen und ein ganz erheblicher Teil zum Beispiel auch aus Dänemark kam, warum auch immer. Und dass ein anderer Teil von Geldgebern aus den USA, aus von Privatleuten eben auch kam, um die Bank einfach ans Rennen zu kriegen. Nicht? Und diese Bank, die hatte auch einen langen Bestand, bis dann 1791 die First Bank of America dazu kam als Nationalbank, die dann praktisch die Bank of North America abgelöst hatte. Und wann hat das eingesetzt, dass
praktisch Rothschild einen erheblichen Teil der Macht an der US-Zentralbank hatte, über die Bank of England. Das hat meines Erachtens nicht bei der ersten Bank eingesetzt, das hat bei der zweiten Nationalbank ab 1817 eingesetzt. Und sie werden auch kaum eine direkte Beteiligung finden, vielleicht in Einzelteilen eine direkte Beteiligung, aber sie werden eine große Beteiligung über viele, viele Agenten und viele, viele Strohmänner. Also den Ausdruck Strohmann will ich einfach jetzt mal streichen, aber dass sie einfach über verbundene Agenten... Ja, vielleicht Treuhänder oder verbundene Agenten, die also tatsächlich ansässig waren, die in Europa ansässig waren, auch in den USA ansässig waren. Nicht? Sie haben, man kann also mit Bestimmtheit sagen, dass bei der First Bank of America 1791 so wirklich an die 2000, 2500, 3000 Europäer Mitanteilseigner gewesen sind. Und da kann man von ausgehen, dass ein ganzer Teil über die Bank von England, über die Bank of England gelaufen ist. Also an Anteilseignern, die also Geld zur Verfügung gestellt haben. War diese wie lange lief diese Konstruktion? War das dann bis kurz vor Einführung der Fed, die ja heute heute dann hauptsächlich große amerikanische Banken wiederum indirekt die Macht haben. Nee, wie lange lief das, dass die Bank of England erheblichen? Also das erste Projekt, die erste Lizenz, die wurde für 20 Jahre vergeben, von 1791 bis 1811. Und die wurde auch damals, diese Lizenz wurde auch nicht verlängert. Und als klar wurde, dass diese Lizenz nicht verlängert wurde, da haben sich natürlich einige Leute, die vorher wirklich mit dieser amerikanischen Nationalbank Geld verdienen konnten, also private Anleger, die haben sich dann auch quergestellt und haben dann auch ihren Einfluss spielen lassen, ihren politischen Einfluss spielen lassen. Hm. Wie ist das Ganze ausgegangen? Ja, dieser politische Einfluss, der war also dermaßen stramm, in der Zeit, in der man sich in Europa mit Napoleon auseinandersetzte und auch in den USA schon, ich sag mal, gewisse Berührungspunkte mit Napoleon hatte, 1803 den Einkauf von Louisiana, als man Louisiana direkt von Frankreich kaufte mit einem Vertrag von Napoleon und auch, dass es auch so Machenschaften gab in den zur damaligen Zeit, die aber persönlichen Hintergrund hatte, dass man Napoleon eventuell dazu bewegen wollte, in Amerika einzugreifen, um seinen Kontrahenten England praktisch da noch eine Front zu bieten. Wenn wir ums Jahr 1811 eintauchen, dann sehen wir in Europa die wirklich groß aufkommenden Zwistigkeiten zwischen England und Frankreich, den Krieg auf der Iberischen Halbinsel, die offensichtlichen Einbußen Napoleons damals durch Wellingtons Feldzüge auf der Iberischen Halbinsel und die etwas festere Gangart, die außenpolitisch festere Gangart des britischen Empires, nicht nur gegenüber Napoleon, sondern auch im Auftreten auf den Weltmeeren zur damaligen Zeit. Und als dann die Lizenz für die Bank of America auslief und man auch nicht daran gehen wollte, diese Lizenz zu verlängern, kam es zu Vorfällen, wie etwa, dass britische Kriegsschiffe einfach amerikanische Handelsschiffe aufgebracht hatten, Matrosen von Bord holten, die in ihren Dienst pressten und unter irgendwelchen Vorwänden sagte, also das sind Flüchtlinge aus oder Deserteure aus England, die werden jetzt einfach einkassiert und werden dann in den britischen Seedienst eingepresst. Und das passierte haufenweise. Also Prisen aufgebracht wurden, Schiffe aufgebracht wurden und auch mit Beschlag belegt wurden. Also so, bis es dann irgendwann wirklich am Ende der Hutschnur angekommen war und die USA England den Krieg erklärten. Und dann kam es zum Krieg von 1812. Nicht mit dem Einfall der amerikanischen Truppen in Kanada. Kanada damals britische Kronkolonie. Und in diesem Krieg sah die amerikanische Seite nicht also militärisch nicht besonders gut aus. Eine relativ unausgebildete Armee
Draznar britischen Armee gegenüber, die effizient war, die sehr gut ausgebildet war, die sehr, sehr diszipliniert vorgegangen ist. Und dann kam es dann 1814 auch zum Höhepunkt, dass britische Truppen Washington verbrannt hatten. Washington, das seit 11. Juni 1800 praktisch die Hauptstadt der jungen Vereinigten Staaten war. Und wie ist das Ganze dann damals ausgegangen? Ich meine, heute hat ja nicht Großbritannien die USA besetzt. Wie ist das damals ausgegangen? Ja, also die Großbritannien hatte auch nicht die USA dann besetzt gehalten. Man hat sich zu einem Frieden oder zu einem Vertrag hinbegeben nach Gent in Belgien und hat einen Vertrag geschlossen über den Frieden und über den weiteren Verlauf nach dem Frieden. Und mit dabei herausgekommen ist auf jeden Fall, dass eine zweite Nationalbank aufgelegt wurde, die 1817 dann praktisch ihre Arbeit aufnahm, dann auch wieder für 20 Jahre. Und diese zweite Nationalbank hatte dann dieses Mal aber vorgesehen, dass der amerikanische Staat oder die amerikanische Regierung an dieser Nationalbank beteiligt gewesen ist mit 20%. Allerdings so kurz nach dem Krieg. Der Krieg war sehr, sehr erschöpfend für die jungen USA. Standen natürlich keine Geldmittel zur Verfügung, um sich da an diesem ganzen Gebilde zu beteiligen. Und diese 20%, die damals 7,5 Millionen Dollar gekostet haben, die musste man sich dann bei den privaten Investoren in Übersee leihen. Nicht, da waren diesmal dann nur 1000, um die 1000 Investoren aus Übersee dabei. Aber das Geld, diese 7,5 Millionen US-Dollar, die musste man sich tatsächlich im Ausland in England leihen. Nicht? Und man zahlte als US-Regierung da zwar keine Zinsen für diese 7,5 Millionen, aber man war handlungsunfähig, weil man verschuldet war. Nicht? Und dann blieb also diese zweite Nationalbank fast 20 Jahre im Rennen bis 1836. Weil sie von vornherein befristet war. Ja, die Lizenz, die war genauso befristet wie bei der ersten. Man ging allerdings wie bei der zweiten Charge, ging man auch davon aus, dass diese 20 Jahre ihre Lizenz nochmal verlängert würde. Aber da trat 1829 Andrew Jackson als Präsident auf und 1832 war er ganz vehement praktisch gegen oder zog er ganz vehement gegen diese Nationalbank ins Feld, war auch der erste oder auch der einzige amerikanische Präsident, der es jemals geschafft hat, seine Verschuldung oder die Verschuldung der Vereinigten Staaten wirklich bis auf null zurückzuführen und zahlte diese 7,5 Millionen Dollar, also knapp 8 Millionen Dollar dann zurück, so dass die Regierung der Vereinigten Staaten bei der amerikanischen Nationalbank nicht verschuldet war. Nicht? Also dieser ganze Komplex amerikanische Nationalbank war also auch im zweiten Durchlauf vollkommen privat organisiert. Das heißt, wenn die USA als Regierung irgendwo investieren wollte, entweder in Militärausbau, Schiffe oder wie auch immer, dann musste sie sich Geld praktisch leihen, eben bei dieser Nationalbank. Nicht? Und das Steueraufkommen in den USA ist damals nicht allzu hoch gewesen und das heißt, sich auch nicht überall durchsetzen. Das heißt, wenn die USA damals einen Feldzug machen wollten, mussten sie sich mit der Nationalbank guthalten, wo dann wiederum Private die Versuchung hatten, da mitzureden, für was man das Geld gibt. Ja, also es gab in der ganzen Zeit eigentlich nur eins, das war 1819, eine Auseinandersetzung mit Spanien. Die hat nicht allzu viel gekostet und der Seminolenkrieg 1819, der auch nicht allzu viel gekostet hat, der wurde praktisch aus dem Staatsschatz bezahlt. Ging es aber um andere Sachen, Infrastruktur, Brücken oder irgendwelche Beteiligungen, die wichtig waren für die Regierung der USA selber, waren da also Grenzen gesetzt. Da musste man sich dann wirklich an die Nationalbank begeben und dafür Kredite aufnehmen. Man hatte nicht die Möglichkeit, das Geld über Steuern zu regenerieren. Das war in der damaligen Zeit nicht so sehr ausgeprägt. Und
Das ursprüngliche System praktisch von der Nationalbank, das ging dann bis 1836 und danach, nehme ich an, gab es keine Nationalbank, bis dann 1913 die FED geschaffen wurde. Dann gab es im amerikanischen Bürgerkrieg zum 25. Juni 1863 nochmal eine neu geschaffene Nationalbank, die dann für diesen Zeitraum bis Ende des Krieges 1865 dann auch nochmal die Finanzierung des Krieges aus Sicht der Union gegen die Konföderation wahrnehmen sollte. Nicht? Und da gibt es auch ich sag mal, berühmte Männer, die daran mitgewirkt haben, dass man eben diese Nationalbank aufsetzt. Das war übrigens eine bemerkenswerte Geschichte, wie die Finanzierung des amerikanischen Bürgerkrieges zustande kam. Nicht? Man hatte also zu dem Zeitpunkt schon die Möglichkeiten, also mehr Steuern einzuheben für die Regierung, auch für solche Zwecke, was dann tatsächlich auch gemacht wurde, auch schon vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, aber im amerikanischen Bürgerkrieg nicht perfektioniert wurde, aber durch diese Nationalbank von 1863 ziemlich erleichtert wurde aus der Sicht der Regierung. Nicht? Der Punkt in der Kriegsfinanzierung ist 1861 dieser gewesen. Man wusste, also alle ausländischen Banken, Geschäftsbanken, Privatbanken wussten, worum es im Bürgerkrieg gegangen ist. Und alle wussten auch, dass die USA finanziell überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, irgendwas vorzufinanzieren. Und wir haben ja damals dann 1861 schon von Größenordnungen auszugehen, die ganz anders waren als 1812 oder während des Unabhängigkeitskrieges 1775 bis 83. Wir haben 1861 die Situation gehabt, dass wir im Norden ca. 24 Millionen Menschenleben gehabt haben, im Süden 5 Millionen Weiße, fast 4 Millionen Schwarze Negersklaven. Und das heißt also, die Dimension dieses Krieges, das wusste man nach der ersten Schlacht bei Bull Run auf jeden Fall, dass diese Dimension weitaus größer sein wird und weitaus mehr an Ressourcen verschlingen wird, an Material und natürlich auch an Menschen. Man war sich über die Verlustziffern gar nicht im Klaren. Man dachte immer noch in Größenordnung von 1812 oder 1780, wenn so ein Gefecht 180 Mann oder 200 Mann an Verlusten gekostet hat, dann war das schon immens. Und bei Bull Run ist das, kommen sie mit 4.000 bis 5.000 Toten und Verwundeten in einer einzigen Schlacht daher, und das hat die ganzen Kapazitäten überfordert und die Ausfälle an Material natürlich überfordert. Und zu dem Zeitpunkt war man sich also wirklich komplett sicher, dass dieser Krieg wahnsinnig viel Geld kosten würde, das die USA nicht hatten. Weder der Süden noch der Norden. Und bei der Konstruktion, die Notenbank oder Zentralbank, die sie damals hatten, wer hat da das Sagen gehabt damals? Bei der Nationalbank, die wurde damals über den Finanzminister geleitet. Das war nicht so sehr das Problem. Das Problem, was viel größer war, ist die Vorfinanzierung des Krieges gewesen. Und zwar hat Abraham Lincoln ein Riesenproblem gehabt, Geld zusammenzubekommen. Er ist also erstmal zu den Bankern gegangen und hat um Kredite gebeten, und man hat ihm eine Kredit, wie heute kann man fast sagen, wie so ein Basel II oder ein Basel III Projekt vorgelegt. Also wenn du Geld brauchst für Soldzahlungen zum Beispiel, dann müssen wir von dir für diese Soldzahlung, wenn wir die vorschießen, 36% Zinsen haben. Gehst du jetzt aber hin und lässt Kanonen bauen oder Schiffe bauen oder Eisenbahntrains, dann brauchen wir nur 24%. Und jetzt muss man sich mal überlegen, man wusste zu dem Zeitpunkt, die Dimensionen werden immer größer, und tatsächlich hatte ja auch die Union am Ende des Krieges so circa fast 2 Millionen Mann unter Waffen, wogegen der Süden weit verstreut vielleicht über noch 140.000 Mann unter Waffen verfügte. Aber wenn Sie sich vorstellen, so ein einfacher Soldat, der bekam damals 16 Dollar im Monat. 16 Dollar im Monat. Und jetzt rechnen Sie das mal hoch, nehmen Sie mal die Offiziere alle raus, und sie liegen vielleicht bei 1,8 Millionen Mann oder 1,9 Millionen Mann, die dann 16 Dollar im Monat bekommen, was das für eine unvorstellbare Summe ist. Und dann 36% Zinsen darauf. Wenn man das mal hochrechnet und sagt, wir müssen den Krieg ja auch irgendwann mal gewinnen, dann ist man am Ende des Krieges pleite. Und
In der Tatsache, wenn ich einen Vergleich mal ziehen darf zum Krimkrieg, der Krimkrieg, der hat von 1853 bis 1856 gedauert und so unter allen Beteiligten insgesamt so um die 800 Millionen Pfund gekostet. Könnte man ungefähr gleichsetzen mit vielleicht 1 Milliarde Dollar zur damaligen Zeit. Auch schon eine ungeheure Summe. Man muss bedenken, dass Russland daran beteiligt, England, Frankreich, Sardinien, die Türkei. Aber der amerikanische Bürgerkrieg hat in diesen 4 Jahren, und das ist die kleinste Summe, die ich ermitteln konnte, waren 6,6 Milliarden US-Dollar und die höchste Summe, die ausgegeben wurde, waren 8 Milliarden Dollar. Also irgendwo dazwischen, lass es 6,6 oder lass es 8 Milliarden gewesen sein. Sie können sich vorstellen, eine ungeheure Summe. Und jeder, der in diesen Krieg investiert hatte mit privaten Krediten oder hatte Kriegsbonds, Kriegsanleihen gekauft, eben diese Greenbacks oder die mit Greenbacks hinterlegt waren, der hatte natürlich ein Interesse daran, an diesem ganzen Geschäft beteiligt zu sein. Und wenn in dem Augenblick, wo der Krieg zu Ende geht, dann auch noch einer sich hinstellt und sagt, ja, diese Nationalbank, die wir 1863 implementiert haben, um den Krieg besser ausfinanzieren zu können über uns selber, die läuft jetzt 1865 aus und erteile hiermit gleichzeitig eine Absage an die Schulden, die der Süden aufgeworfen hat, weil das ist ein verlorenes Projekt gewesen, für den er investiert hat, dann ist das so. Und das ist einer der Gründe, die Abraham Lincoln praktisch, ja, ich sag mal, das Attentat vom 14. April 1865 beschert haben. Nicht, also keiner hatte zur damaligen Zeit ein Interesse daran, auf 2 oder 3 Milliarden US-Dollar zu verzichten. Nicht, und die Ausfinanzierung des Krieges, die ist dann ausschließlich privat gelaufen. Und ab 1863 hat man einfach versucht, nur diese Bonds über diese Nationalbank klarer zu strukturieren. Und dafür, dass sie nur 2 Jahre gelaufen ist, kann man einfach sagen, war sie zu unwichtig. Zu unwichtig in privaten Händen oder auch zu unwichtig wirklich in staatlichen Händen. Ich würde gerne zu der FED kommen, die es ja seit 1913 gibt, soweit ich weiß. Mhm. Da sind ja jetzt letztendlich an der FED die größeren privaten US-Banken beteiligt. Ja. Was ist da anders? Also nicht nur die größeren privaten. Warburg ist da auch dran beteiligt, auch als Deutsche Bank, die Schröder Bank, auch heute noch. Nicht, das sind alles Banken, die halten sich im Hintergrund, haben kaum ein Geschäftsfeld, aber die sind, ich glaube, Schröder ist zu einem erheblichen Teil beteiligt, über 10%. Bei der FED, da kann man sich einfach nur fragen, wie ist es zur FED gekommen? Wir haben nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die Situation gehabt, dass ein Rennen losgegangen ist, das man sich heute kaum noch vorstellen kann. Also im Sinne des Aufbaus, des industriellen Aufbaus. Die permanente Entwicklung der Eisenbahn im amerikanischen Bürgerkrieg, der Streckenerschließung, da möchte ich mal eingreifen. Gibt ein kleines Bild dazu. Da auch wieder ein Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden. Im Norden finden Sie die Strecken, die vom Osten ins Hinterland reinlaufen, in den mittleren Westen, Kansas zum Beispiel in die Richtung, schreiben wir einfach mal. Da werden lange Eisenbahnstrecken geplant und Landspekulanten kaufen links und rechts der Bahn einfach, also wirklich nach ohne Maßstab und ganz wild einfach Land auf in der Spekulation, hier entstehen mal Stationen oder Städte. Das konnte man also damals schon einigermaßen vorplanen. Und befördern natürlich mit der Zeit eine große Anzahl von Siedlern oder Pendlern. Man kann auch dann schon ab einem gewissen Zeitpunkt von Mitte der 1840er Jahre von Pendlern sprechen. Und vergleichen wir das Bild im Süden, dann finden wir kurze Strecken, so die manchmal nur 10, 15, 20 Meilen lang waren und vielleicht irgendwo an einem Fluss aufgehört haben, dann mit einem Floß oder mit einer Fähre über den Fluss übersetzen und auf der anderen Seite eventuell mit einem Planwagen weiter fortgesetzt wurden als Strecke für Passagiere oder auch für Güter. Und das war im Süden natürlich ein relativ zerrissenes Bild. Und dann hatten sie im Norden Eisenbahnunternehmer, die im Krieg gesagt haben, okay, also wir müssen gucken, dass wir irgendwie diese Strecken jetzt so zusammenbauen können, dass wir
erstmal an den Investitionen viel Geld verdienen oder auch an der Industrialisierung, die sich an den Strecken bilden wird, auch viel Geld verdienen. Nun hatte man damals noch im Bürgerkrieg Gesetze, dass man nicht staatenübergreifend Investitionen gleichartiger Firmen machen durfte, und da setzte man sich dann einfach mit klugen Schachzügen drüber weg, dass man sagte, okay, ich baue hier eine Firma auf, da eine Firma auf, die hat vielleicht einen anderen Namen, habe dann aber irgendwann die Möglichkeit, die Firma zu kontrollieren, oder kontrolliere diese Firma und füge die dann irgendwann mal zusammen. Das alles kam zu einer wahnsinnigen Steigerung nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, ne? Dass man zum Beispiel auch Verhandlungen führte über Truppenreduzierungen in besetzten Gebieten im Süden, die zurückzuführen, und dafür dann auch das Privileg bekam, zum Beispiel eine Südroute vom Atlantik zum Pazifik durchzubauen, als Pendant zu der Bahn der Central und Union Pacific, die von San Francisco aus nach New York im Norden lief. Das waren alles, also wirklich alles horrende Geldspekulationen, wo sich einige Leute viel von versprachen. Das waren dann so die Zeiten, wo Thomas Scott groß wurde, die Vanderbilts groß wurden, die Harrimans groß wurden und vor allen Dingen auch die Rockefeller gut groß wurden, oder John David Rockefeller richtig groß dran wurde. Und das führte nach sich, dass in vielerlei Hinsicht investiert wurde in Stahlindustrie, Streckenbau, also Schienen, Waggons und. Und alles das brachte natürlich sehr, sehr viel Geld in die Hände einiger weniger. Praktisch, man muss einfach sagen, man kannte sich in diesen Kreisen, man wusste, wer womit Geld verdiente, und man wusste auch, wie man was steuern konnte. Und dann gab es dadurch, dass die USA sehr schnell gewachsen sind, die Bevölkerung sehr schnell angewachsen ist, gab es natürlich viele, viele Missstände. Es gab nicht das, was wir heute kennen als, oder was wir empfinden als geregelt mit einer Gewerkschaft oder mit Tariflöhnen. Solche Geschichten gab es einfach nicht. Es gab aber immer mehr Zuwanderer, die von Osten in den Westen drückten und vielleicht eine Übersiedlung irgendwo darstellten, in dem Sinne, dass man nicht jeden auf sein Land drauflassen wollte, so eigentlich wie man als Mensch immer empfindet. Ich baue mir etwas auf und da kommt jemand Fremdes, ob der aus Polen oder ob der aus Deutschland kommt oder aus England oder Schottland, ist völlig dabei egal. Der darf hier auf jeden Fall nicht bleiben. Wir müssen gucken, dass wir den weiter in den Westen reindrücken, da, wo der sich selber was aufbauen kann oder wo der einfach verschwindet. Dann gibt es Leute, die erkennen diese Situation und sagen, okay, da können wir auch Geld dran verdienen, und so wurde auch da. Also diese Erschließung des Westens brachte viel, viel Geld ein. Nun wollte man sich natürlich im Geldverdienen nicht beschränken lassen und sah sich um und fragte, wie kann ich denn dieses Geld verdienen oder dieses Geld machen, regulieren? Dann hatte man natürlich auf der anderen Seite auch Politiker, die sagten, okay, wir müssen da eine Bremse reinsetzen, wir können also nicht hier ein ungebremstes Wachstum geschehen lassen, sodass ein Teil der Menschen hinten rüberfällt und der andere Teil, ein kleinerer Teil, unheimlich wohlhabend wird. Man kann aus heutiger Sicht schwer auseinanderhalten, ob das alles wirklich gut gemeinte Aufbauten waren, also gut gemeinte politische Aufbauten waren, die man da entgegensetzte, wie den Sherman Antitrust Act von 1890. Man muss dabei bedenken, dass dieser John Sherman, der diesen Antitrust Act eingebracht hatte, ein sehr großes Gewicht war hinsichtlich der Finanzgeschichte der USA, auch schon im amerikanischen Bürgerkrieg. Der hatte übrigens den Spitznamen der Ohio-Eiszapfen. Also der Mann, der war ziemlich kalt und berechnend in seinen ganzen Gedankenabgaben oder auch in seinen Vorschlägen und in seinen Kommissionstätigkeiten. Der hat also vielen Kommissionen auch als Vorsitzender vorgesessen, also der im Repräsentantenhaus oder auch im Kongress. Und er war einer der Initiatoren der Nationalbank vom 25. Juni 1863, auch mit einer großen, großen Hoffnung, dass diese Bank privat weitergeführt wird. Übrigens der jüngere Bruder von William Tecumseh Sherman, dem berühmten Bürgerkriegsgeneral. Bei John Sherman weiß man zum Beispiel, dass er auch die Familie Rothschild in London über die Gründung dieser Nationalbank am 25. Juni 1863 unterrichtet hat, und gibt da so ein berühmt
Man kann sagen, einen berühmten Auszug aus diesem Schreiben, der da, sagen wir mal, in Kurzform einfach den Sinn ausweist, dass die Menschen, die dieses System begreifen werden, so von diesem System profitieren werden, dass sie nichts gegen dieses System unternehmen werden. Und die anderen Menschen, die das nicht begreifen werden, werden dieses System für so gut halten, dass sie meinen, es muss so sein und werden einfach nicht bemerken, wie dieses System sie reinlegt. Also dieser Brief, der ist auch belegt und der wurde tatsächlich dann auch nochmal von aus London von Rothschild an einen der Agenten, an August Belmont in New York weitergegeben. Und August Belmont war auch eine markante Persönlichkeit in dieser damaligen Zeit. Nur im weiteren Fortschritt, wie es dann zur FED gekommen ist, da kann man einfach sagen, hier stellt sich das Kapital zusammen und sagt zu sich, oder trifft sich und sagt sich, was können wir einfach machen, damit wir etwas, ich sag mal, aus dem Hut zaubern können, damit jeder auf die Idee kommt, dass das, was wir sagen, praktisch Gesetz sein muss. Ne? Und dann kam es dann 1897 kam es schon mal zu einer 1893 zu einer Krise, immer kurz und punktuell. Und 1907 kam es dann zu einer Krise, die also ganz klar von Jakob Schiff, von Paul Warburg herbeigeführt worden ist und Aldrich mit Rockefeller im Verbund, dass man also ganz klar wusste, hier wurde manipuliert. Nur die breite Öffentlichkeit, die hat das natürlich nicht mitbekommen. Die hat einfach nur gesehen, hier wird Geld vernichtet, hier wird Vermögen vernichtet. Und dann stellt sich Paul Warburg dahin und sagt 1907, wir brauchen eine Institution, die solche Situationen verhindert und deshalb schlage ich eine Nationalbank vor. Und diese Nationalbank sollte nach Möglichkeit von den Leuten geführt werden, die viel vom Bankgeschäft oder vom Geldgeschäft verstehen. Damit meinte man natürlich nicht die Regierung. Und dann gab es 1910 eine Zusammenkunft auf Jekyll Island, einer Insel vorgelagert vor North Carolina. Da hat man sich dann zusammengesetzt unter dem Zusammenruf von Nelson Aldrich, und hat dann vereinbart, dass man also innerhalb der nächsten 4 Jahre eine Nationalbank stehen haben muss, nach dem Muster, dass private Banken daran beteiligt sind und dass der Staat, also die Vereinigten Staaten, sich praktisch Geld bei dieser Nationalbank leihen müssen, damit die Geldmenge reguliert werden kann. Also reguliert werden kann aus privater Hinsicht. Und die Leute, die sich da getroffen haben, die haben maßgeblichen Einfluss nicht nur auf die Bankenwelt gehabt, sondern auch auf die ganze industrialisierte Szene in den Vereinigten Staaten. Und dann ist es dann 1913, am 23. Dezember, in einer Nacht- und Nebelsitzung, kann man sagen, wo nur ein Drittel der Abgeordneten im Kongress anwesend gewesen sind, zu einer Abstimmung über die Federal Reserve gekommen. Und die ist praktisch durchgegangen, die Abstimmung. Und in dem Augenblick war die amerikanische Notenbank nach privatem Charakter genehmigt. Heute scheint mir das so zu sein, wenn ich mir die Webseite angucke, dann mit der Bundesfed und dann gibt es 12 regionale Feds, in der eine ganze Menge Banken beteiligt sind, die eine gewisse Größe haben innerhalb der USA, scheinen das nicht nur die ursprünglichen zu sein heute, die damals das System dafür lobbyiert haben und damals vielleicht die anfangs die Beteiligten waren, scheint sich die Macht zumindest auf die Banken innerhalb der USA heute gleichmäßiger zu verteilen. Gehen Sie davon aus, dass die Macht der Banken in den 1860er Jahren, in den 70er Jahren und 80er Jahren genauso war wie heute auch. Die Banken haben das absolut reguliert. Wir haben die seltene Konstellation, dass wir ab 1868 in Washington DC praktisch eine private Installation haben, durch die Bildung der United States Corporation, deren Vertragsinhaber einzig und allein der Kongress ist. Und der Kongress, mit dem wurden auch diese Verträge auch über die FED praktisch 1913 ausgehandelt, durch die Abstimmung. Nicht? Das heißt also, die Bank, die wird privat implementiert, die gehört nicht dem Staat, die gehört den Banken und die wird auch nicht von der United States Corporation reguliert und auch nicht eingesehen. Auf der anderen Seite
kann man sagen, es gibt bestimmte Kreise, die immer wieder den Präsidenten dieser Fed stellen und auch die Präsidenten der Vereinigten Staaten stellen. Nicht? Also es ist alles sehr, sehr, sehr eng verquickt. Das heißt, obwohl in den regionalen Feds eine ganze Menge Banken beteiligt sind, kann man schon sagen, dass es da gewisse Schwergewichte gibt von den privaten Banken, die maßgeblich mit den Noten die Geldpolitik der USA bestimmen. Das macht ausschließlich die Fed. 1933 ist eine Situation eingetreten, die die Fed in die Lage versetzt hat, also von höchster Stelle aus in die Lage versetzt hat, zu kontrollieren und zu genehmigen, welche Bank, jetzt muss man sagen, bundesweit tätig werden darf. Also die Fed gab ab 1933 darüber Zustimmung, welche Bank in welchem Staat überhaupt ihr Geschäft aufnehmen durfte. Das heißt, jeder musste sich an die Fed angliedern und musste dort annehmen von der Fed, was Sache war. Es gibt einen einzigen Staat in den USA, der das nicht getan hat. Der hat seit 1921 eine eigene Staatsbank. Welcher denn? North Dakota. Und das ist bis heute noch so? Ist bis heute noch so, ja. Und die denken im Traum nicht daran, das aufzugeben. Ne? Die haben kein Defizit, die haben ein Vermögen von, ich glaube, 2 Milliarden US-Dollar bei 700.000 Einwohnern. Die haben also eine moderate Arbeitslosenzahl. Die haben in North Dakota zum Beispiel wenn sie Kredite brauchen als Student, können sie natürlich zu einer privaten Bank gehen, aber dann würden sie sich einen Finger schneiden. Sie kriegen dafür 1,5% als Student einen Kredit, um ihr Studium zu finanzieren. Wenn sie mal in andere Staaten gehen, wenn jemand ein Studium absolvieren will oder eine Ausbildung zum Piloten, dann ist er mit $100.000 schnell verschuldet und hat dann nachher ein Jahreseinkommen vielleicht zwischen $16.000 und $21.000, also kaum rückzahlbar. Nicht? Und das sind Dinge, die mittlerweile hier in Deutschland auch Einzug erhalten, wenn Sie bedenken, dass bei Air Berlin Co-Piloten durchaus losgehen und für ihre Familien Wohngeld beantragen. Das wäre hier vor 20 Jahren, 25 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Ich frage mich, hat das für politische Folgen, wenn jetzt so lange schon eine Bank, die vollständig von ihren Beteiligten her in privater Hand ist, sowohl die Bankenaufsicht in den USA hat, als auch die Geldpolitik macht. Hat das auch politische Folgen? Also, dass diese Bank der Politik gegenüber Druck machen kann, Wünsche äußern kann? Gibt es ja, Beispiele, also, die bekannt sind? Also Wünsche oder Druck, ich sag mal, Sie können das nur gegenüberstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Staatsbank, die staatlich kontrolliert Kredite vergibt, an Privatpersonen genauso wie an die öffentliche Hand, oder nehmen wir mal die öffentliche Hand ganz raus. Stellen Sie sich mal einen Staat vor, der einfach eine Staatsbank hat, die sagt, okay, ihr könnt von uns einen Kredit haben, um zum Beispiel eine Sägemühle aufzubauen oder einen Getränkeshop, was auch immer. Und die Zinsen werden auf einem kleinen Niveau gehalten und die Leute zahlen praktisch mit dem Erfolg ihrer Arbeit tatsächlich den Kredit zurück. Und minimale Zinsen oder einfach nur eine Gebühr, die mit reingerechnet ist. Dann können Sie sagen, okay, ich kann planen, es liegt wirklich an meinem Fleiß. Aber wenn Sie immer davor stehen, dass Sie irgendwo einen Zinssatz, auch wenn er nur variabel ist, der irgendwann mal auch einen Kredit nur einfach fällig stellt aufgrund seiner Variabilität, wenn Sie dann immer davor stehen, nie zu wissen, ob Sie diesen Kredit überhaupt mal zurückzahlen können, aber immer nur bezahlen und Zinsen bezahlen und Gebühren bezahlen und nicht weiterkommen, dann haben Sie schon mal einen Unterschied. Und wenn das bundesweit passiert, landesweit, und Sie reden jetzt mittlerweile über 316 oder 320 Millionen Einwohner in den USA, und zum Beispiel auch, dass es keine 10-jährige Hypothekenbindung gibt, sondern immer sofort Fälligstellungen bei oder aus welchem Grund auch immer, dann haben Sie ein Riesenproblem. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite diese Geldschöpfung auch in Form von Steuern abgegeben haben, also als souverän abgegeben haben,
an eine Bank oder die verpfändet haben an eine Bank, die privat operiert, dann haben sie ein Riesenproblem. Sie nehmen niemals wirklich Geld ein, um irgendwas zurückzuzahlen. Sie halten sich immer auf dem Level oder im Hamsterrad eines jenen, der danach schaut, wo kriege ich Geld her, um mich zu entschulden. Und nicht, dass man denkt, dass die Leute, die an der Regierung sitzen, den ureigenen Wunsch haben, das Land zu entschulden, wie Andrew Jackson das damals gemacht hat, sondern heute eher sagen, wir müssen gucken, dass 316 Millionen Amerikaner die ganzen Schulden zurückzahlen, die wir bei der Fed aufgehäuft haben, nicht in Form von Inkompetenz. Also man kann nicht sagen, dass die Leute alle keinen Plan haben von dem, was zu tun. Auch wenn ich jetzt Lust habe, Syrien zu überfallen, hat das für mich einfach nur die Bedeutung, ich muss gucken, dass ich irgendwoher Geld generiere. Dass ich irgendwo was in Schwung bringe, was mir Geld verschafft, womit ich den ganzen Motor am Laufen halte. Dieses ganze Überschuldungsprinzip heißt, ich soll niemals in der Lage sein, Schulden zurückzuzahlen, sondern immer nur Zinsen zu bedienen. Wissen Sie, wie das mit der Geldschöpfung funktioniert in den USA? Also wenn ich stelle mir das, ich habe mal gehört, Geldschöpfung funktioniert, dass man bucht Forderungen an Verbindlichkeit, also praktisch eine Forderung an den Kreditnehmer und die Verbindlichkeit hat, das Geld auszuzahlen, also praktisch für eine Bilanzverlängerung, aber dass die Bank nicht unbedingt direkt dadurch reicher wird, dass sie reicher wird nur durch Zinsen und Gebühren. Ich weiß aber nicht, ob das allgemein so ist oder ob kann die Bank sich Erträge aufschreiben einfach. Also, einfaches Beispiel, wir brauchen dazu gar nicht in die USA zu gehen. Wenn Sie 100.000 Euro Kredit für Ihr Haus haben wollen, dann sagt die Bank zu Ihnen, ja, machen wir, Sie geben Sicherheiten. Sie sagen, okay, Sie brauchen 100.000 Euro. Die Bank sagt, wir müssen aber gucken, dass dein Haus 130.000 Euro wert ist, damit wir wenigstens 20% Eigenkapital haben. Ihr Haus gibt von mir aus auch die 130.000 Euro her. So, Sie bekommen die 100.000 Euro und die Bank muss sich ja dann irgendwo, wie sie immer so schön sagt, refinanzieren. Für diese 100.000 Euro legt sie 1.000 Euro Sicherheiten ein. 1.000 Euro Sicherheiten. Ich will mich jetzt wirklich hier nicht bloßstellen, aber nehmen wir mal an, es wären 0,5% Zinssatz bei der EZB oder bei der Bundesbank. Dann völlig egal. Oder sogar null. Und dann wäre es ein kleiner Zinssatz, dann wären vielleicht 75 Euro, die die Bank im Jahr darauf zahlt, auf die 1.000 Euro. Bei 7,5. Oder bei 0,5 eben noch weniger. Nur Sie bezahlen nach Ihrem Rating dann irgendwo 5,5, 4,5, vielleicht im Augenblick auch 1,9. Aber auf jeden Fall immer so, dass Ihre Summe weitaus mehr ist zur Deckung dessen, was Ihre Geschäftsbank an Gebühr bei der Notenbank hinterlegen muss, richtig? Mhm. Immer mehr. Und Sie können sicher sein, dass diese 1.000 Euro auch nicht von der Zentralbank abverlangt werden. Die brauchen da nicht hinzuüberwiesen werden. Jetzt haben Sie haben für sich und Ihr Leben natürlich ein Problem. Sie müssen immer gucken, dass Sie in Arbeit bleiben, dass Sie irgendwoher immer Umsatz ist nicht der tollste Satz, aber Erträge fahren in solcher Art, dass Sie davon Teil zur Bank weiterreichen können. Nur die Bank reicht dafür einen Minimalsatz weiter. So, und dieses System, übertragen Sie das mal auf eine Bank, die den Staat finanziert und gleichzeitig für sich in Anspruch nimmt, dass alle Banken sich bei ihr refinanzieren. Und dann kann man noch davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Banken, die sich dann refinanzieren bei ihr, noch den Anteilseignern gehören, denen die Fed selber gehört. Das ist doch kolossal. Also das heißt, ich drücke auf den Knopf und ich schaffe Geld aus dem Nichts. Ich schaffe Geld aus dem Nichts, aber halte dafür 316 Millionen Leute so am Arbeiten, dass sie am Ende des Monats gar nicht wissen, wo die für nächsten Monat die Rate für den Kredit vielleicht herkriegen sollen, wenn wieder irgendwas passiert, wenn da wieder Arbeitslose sind, hier die Wirtschaft runtergefahren wird und. Denn alle diese Banken, die auch noch gleichzeitig Anteilseigner der Fed sind und auch selber noch operatives Geschäft über die ganzen Staaten verteilt machen, haben natürlich auch einen ganz gewaltigen Einfluss auf die Industrien, sind an den ganzen Industrien auch noch beteiligt. Das heißt also, ich bin immer in der Lage, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen. Und wenn irgendwas an irgendeiner Stelle wirklich knappst, wie zum Beispiel
was ist das? Was ist das? Der Liebling aller? Das ist der Schmierstoff, der Autos am Rennen hält, der Energie am Rennen hält. Da muss ich überall dran. Und wenn ich nur auf diese Richtung ausgebaut bin, dass ich nur auf Druck etwas erzeugen kann, also explosionsartig erzeugen kann, ob das jetzt Wärme ist oder ob das Elektrizität ist oder ob es einfach nur Kraftstoff ist und verbrauche davon Unmengen, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann brauche ich 16 Trägerflottillen, die im Monat 4,5 Milliarden US-Dollar kosten, mit in der gesamten, also pro Stück, nicht alle zusammen, sondern pro Stück 4,5 Milliarden. Dann habe ich ein Riesenproblem. Ich muss überall Energie abschöpfen, um selber Energie zu haben, um all diesen ganzen Haushalt zu verbraten. Und das eigentlich nur deshalb, weil ich da jemanden sitzen habe, der auf den Knopf drückt und Geld erzeugt. Und das waren Geschichten, die hat es damals nicht gegeben. Wenn ich alleine an das System von Pennsylvania denke, das Benjamin Franklin aufgebaut hatte, schon vor der amerikanischen Revolution, dass man einfach den Staat das Geld schöpfen lässt und der Kredite vergibt und der Arbeitnehmer oder der Unternehmer seinen Kredit an den Staat zurückzahlt und dann diese Gebühren, die daraus erwachsen, so verteilt werden, dass dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, also dem Unternehmer schlechthin, gar keine Steuern auferlegt werden. Das war ein wahnsinnig gutes System und das war auch ein Vorschlagssystem für die jungen USA gewesen, das aber natürlich keinen Eingang gefunden hat. Nicht? Da hat man, gab es also Leute, die haben sich da vehement gegen gewehrt und haben gesagt, wir brauchen eine Nationalbank und die muss am besten privat organisiert sein. Sie haben immer in solchen Kreisen Lobbyisten drin sitzen, die gut verdienen, die gute Verbindungen haben und denen das eigentlich immer egal ist, wie ein Maurer sein Geld verdient oder ein Schreiner sein Geld verdient oder ein Fahrlehrer oder wie auch immer. Ganz egal, nicht? Und davon muss man einfach ausgehen. Das sind die Unterschiede, die manche Menschen anderen Menschen gegenüber machen. Verstehe. Das System, dass man eben Geld schöpft, indem man praktisch die Bilanz verlängert, nicht, dass man sich das als Ertrag bucht, sondern dass man den Ertrag dann damit macht, mit den Zinsen, mit den Gebühren, das scheint bei der Geldschöpfung überall zu sein, fragt sich eben nur, wer da die Macht hat. Und bei dem System von Benjamin Franklin, da war es der Staat gewesen oder beziehungsweise Provinz Pennsylvania für sich. Und heute ist es die Fed, die Privaten gehört, wo indirekt dann die Privaten den Gewinn eher haben als der Staat. Die haben ausschließlich den Gewinn. Der Staat hat gar keinen Gewinn dadurch. Nicht? Und das sehen wir ja hier in der Bundesrepublik Deutschland, läuft es nicht anders. Also die EZB ist eine private Institution. Und die Bundesbank war auch eine private Institution, nicht? Und ist immer noch eine private Institution. Solange solche Banken als privat, auch im Namen Bundesbank oder Europäische Zentralbank, immer noch privat agieren, gibt es da keinen Gewinner, der Staat heißt oder so. Das hat es alles mal gegeben. Das gibt es aber nicht mehr. Also zumindest hier hat es das mal gegeben. In Libyen hat es das gegeben. In Syrien gibt es das heute noch. Im Iran gibt es das auch. In Russland gibt es das auch. Die russische Nationalbank, die behält 65% an der größten russischen Bank, die 110 Millionen Kunden im Land hat und 30 Millionen Kunden außerhalb Russlands hat. Und da können Sie sich vorstellen, da werden Erträge für den Staat generiert, nicht? Und man kann Russland heute, 2013, nicht mehr mit Russland von 1990 vergleichen. Also auch nicht im Schnitt. Ja. Wenn ich mir vorstelle, die Banken, die ja zum Beispiel in der Fed beteiligt sind, die, wenn das gleichzeitig mit die größten Akteure auf dem Markt sind, die kennen die Bedürfnisse der ihrer wichtigsten Beteiligten, sind ja immer am Versuchen, die Geldpolitik daran auszurichten, beziehungsweise die haben ja dann auch ein riesen Insiderwissen. Ja, da können Sie von ausgehen. Also ich denke, alleine dadurch, dass es Kreditkarten gibt und EC-Karten oder Bonuskarten beim Einkaufen, wissen diese Banken alles. Ne? Das brauchen wir also wirklich nicht mehr vorzubeten. Die kennen jeden Winkel des Bedarfs. Sie kennen jede Ecke bei ihrem Kunden oder bei jedem möglichen Kunden. Die sind allumfassend über das aufgeklärt, was im Staat vor sich geht. Wenn ich mir vorstelle, wenn die USA Dinge machen wollen, die teuer sind, die waren ja jetzt kurz vor der
vor der Pleite gewesen. Da kann ich mir vorstellen, dass in solchen Situationen die Notenbank einen großen Einfluss hat, auch auf politische Entscheidungen. Immer. Ne? Wenn Sie sehen, dass... gucken Sie sich an, wer wird Chef von der Fed oder wer ist bei der Fed im Führungsgremium involviert? Wen beeinflusst die Fed? Die Fed beeinflusst den IWF, die Weltbank. Und Sie finden immer wieder Leute, die aus gewissen Kreisen bei der Fed landen, dann bei der Weltbank landen oder in großen Konzernen untergebracht werden. Alles in einem Wechselspiel. In der FED war lange Zeit Alan Greenspan, der hat zumindest ab und zu mal die Bilderberg-Konferenzen besucht, wo Politiker, Leute von Schlüsselpositionen von großen privaten Medien und von großen Banken, Schwerpunkt USA, Europa, zusammenkommen. Mhm. Aber der war noch in einigen weiteren Lobbys, die habe ich leider jetzt nicht mehr so präsent. Also ich denke, das Wichtigste, was Sie in und um FED oder amerikanischen Präsidentenstuhl oder Senat und Kongress finden, das ist der CFR, der Council on Foreign Relations, der 1920 auch noch von Paul Warburg initiiert worden ist. Nicht? Also da finden Sie eigentlich so das wichtigste Umfeld. Sie finden also kaum einen Präsidenten der FED, der nicht vom CFR kommt, also der vom amerikanischen Präsidenten praktisch ernannt wird. Und meistens länger dann Präsident der FED ist, als überhaupt die amerikanischen Präsidenten im Amt sind. Sie finden auch kaum einen amerikanischen Präsidenten, der nicht aus dem CFR kommt. Sie finden auch kaum bekannte Schauspieler, die nicht im CFR drin sind, die als Botschafter unterwegs sind und alles das propagieren, was, naja. Ach, Angelina Jolie ist doch jetzt im Führungsgremium vom CFR und der hat George Clooney, ich meine, der, ich bin aber nicht sicher, ob er CFR-Anbindung hat, der sich sich medienwirksam gegen Nordsudan eingesetzt hat, beziehungsweise da Druck zu machen. Wenn Sie eine gewisse Position als Schauspieler oder eine gewisse Herkunft als Schauspieler oder Schauspielerin haben und Sie bekommen eine Einladung zum CFR, haben Sie aus meiner Sicht nicht unbedingt die Möglichkeit, das abzulehnen. Karrieremäßig. Ja, da gehen Sie mal nur von der Karriere aus. Auf keinen Fall haben Sie da die Möglichkeit, das abzulehnen. Also ich kenne keinen, der das abgelehnt hat, in der Öffentlichkeit abgelehnt hat und dann nachher noch super Filme gedreht hat. Wenn ich mir jetzt anschaue, CFR und Bilderberg ist ein ähnliches Schema, nur CFR ist wesentlich offizieller, da sieht man, was sie für Texte veröffentlichen, bei Bilderberg sieht man nur, wer da hinkommt, was sie für Tagesordnungspunkte haben und kann dann hinterher gucken, was die Leute, die bei Bilderberg waren, der Öffentlichkeit so erzählen. Beim CFR sind da Vertreter für CFR-Experten zu verschiedenen Themen, die Ratschläge geben, da kann man wesentlich genauer verfolgen, was das für Folgen haben kann. Und im Moment finde ich ja spannend, mir ist jetzt nur bekannt, US-Regierung, CFR, dass Susan Rice, das weiß ich von einem Taz-Artikel, die Sicherheitsberaterin zum CFR gehört und auch der Verteidigungsminister Chuck Hagel gehört zum CFR und war x-mal bei Bilderberg. Was meinen Sie, wer auch noch zum CFR gehört? Sie meinen von der US-Regierung, von der gegenwärtigen? Nee, nicht von der Regierung. Sie haben da einen Tycoon sitzen, der mittlerweile 98 Jahre alt ist und auch im CFR ein gewichtiges Wort mitzureden hat. John David Rockefeller. Ja, richtig, nicht? Und wenn Sie mal das Buch von Rockefeller gelesen haben, die Memoiren eines Weltbankiers, dann haben Sie den Eindruck, der spaziert durch den Zweiten Weltkrieg wie durch eine Klassenfahrt. Und kriegt dann irgendwann mal am Ende vom Zweiten Weltkrieg die Aufforderung, sich am CFR zu beteiligen, was für ihn eher angeblich eine Last gewesen ist. Aber ich glaube nicht, dass das eine Last ist. Und ich sag's mal von meiner Einschätzung aus, also ob die Bilderberger existieren oder in Hamburg fällt eine Schaufel um, das ist Peng. Nicht? Sie haben mit dem CFR den absoluten Think Tank, der alle Think Tanks kontrolliert. Und da sind die Bilderberger einfach nur, ich sag mal, eine informelle Schiene, damit man weiß, wer eingeladen wird, wer dazugehört, dass man mit sich Spekulationen macht und. Denn alles, was da besprochen wird,
Das können die Leute untereinander in einem Vier-Augen-Gespräch oder einem Acht-Augen-Gespräch überall auf der Welt besprechen. Dafür muss man sich nicht treffen. Aber das ist eine informelle Szenerie mit dem Abschotten, mit allem drum und dran, und alle laufen dahin und sagen, hey, was habt ihr heute zu besprechen? Was wird hinter verschlossenen Türen? Da gibt man den Leuten ganz klar zu sehen, ihr interessiert uns eigentlich gar nicht. Wir können das machen, was wir wollen. Das heißt Bilderberger. Nicht? Und ob wir das so machen können uns oder wollen oder ob wir das überhaupt schaffen, das hat euch gar nicht zu interessieren. Da habt ihr euch selber Spekulationen drüber zu machen, da geht nichts nach draußen. Das ist eine informelle Schiene. Und in der Tat, ich sag mal, wenn Sie so ganz einfache Sachen beim CFR finden, wie alleine zwei Lobbykanäle, die sich da weltweit darum bemühen, dass der amerikanisches Englisch in der Welt verbreitet wird, dann wissen Sie, okay, das sind Schauspieler, das sind aber Medienunternehmer wie jetzt ist mir der Name leider entfallen, der damals die Kirchgruppe gekauft hat für 1 Milliarde. Saban, der ist ja auch bei, genau, Chaim Saban, ne? Glaube ich. So, wenn Sie dann so sehen, wer dann in solche Positionen reinpasst und wer wie woher zusammengetrommelt wird und welchen Hintergrund man hat aus der Familie raus, und wenn man das alles bei jedem Einzelnen durchleuchtet und dann packt man sich am Kopf, und wenn man dann das falsche Wort wählt, dann steht da der auf einmal hier in Deutschland der SDGB 130. Und ganz im Ernst, die Frage ist, womit will man sich denn beschäftigen? Will man sich so, wie ich das mache, mit Geschichte bis zum geht nicht mehr beschäftigen? Für mich ist das immer ein Hobby gewesen. Das hat sich immer weiter ausgeweitet in über 40 Jahren. Und dass man einfach davon nicht mehr loskommt, weil man viele, viele alte Quellen schon gelesen hat, die es heute schon gar nicht mehr gibt, die es einfach gar nicht mehr gibt. Und dann fragt man sich eigentlich, was ist denn wirklich wesentlich? Na gut, man informiert sich, aber das Wesentliche, das absolut Wesentliche ist, dass jeder einen Nachbarn auf der nächsten Tür hat, dass man sein Herz und seinen Verstand in die Hand nimmt, für sich etwas macht und die freie Hand für den Nachbarn nimmt. Und der Nachbar, den Sie auf der nächsten Tür haben, der hat auch einen nächsten Nachbarn. Und irgendwann mal stellen Sie fest, dass Sie auch mit Leuten in Schottland, in China und in den USA und auch in Israel benachbart sind. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man das erkennt. Die einfachen Sachen, die im Leben Freude machen, wo man sagen kann, okay, wir haben eine relative Unabhängigkeit oder haben ein relatives Zusammengehörigkeitsgefühl, weil wir einfach Nachbarn sind oder weil wir zu einem bestimmten Kreis gehören. Das ist einfach super wichtig. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit so Sachen wie CFR, mit der FED. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte. In dem Sinne, wer hat wem Unrecht getan? Die große Frage, die man sich oder die jeder sich selber stellen muss, ist, wann fange ich an, mir selber mal Recht zu tun und nicht zu gucken, ob ich irgendwoher Recht bekomme oder sowas. Nicht? Das denke ich, das sollte ein ganz wichtiger Aspekt sein. Damit wollte ich Sie jetzt nicht stoppen, nicht? Ja, komm, also gehen mir ganz viele Bilder durch den Kopf, ob ich genug Zeit für meine Freunde habe und oder ob es jetzt heißt, uns noch mehr zu vernetzen international. Ich denke, was Sie machen, ist eine wertvolle Arbeit. Es ist insofern wichtig, dass man Denkanstöße gibt, dass man, selbst wenn man bei einem Bier zusammensteht, und zwei, drei Sätze spricht, dass man für sich sagt, okay, ich werde zu Hause was ändern. Was kann ich zu Hause am besten ändern? Ich pflanze Kartoffeln an und kappe es. Das habe ich mir in den letzten 3 Jahren angewöhnt. Ich weiß, was man essen kann. Ich bin also kein Katastrophenliebhaber, aber ich weiß, wenn ich rausfahre, setze mich aufs Fahrrad, ich gucke ins Grün, dann schwingt meine Seele. Da fühle ich mich frei, nicht? Und mein Wissen darum, was mein Großvater vielleicht wusste, mein Urgroßvater, und warum die hier gelebt haben, auch hier in der Heimat gelebt haben, und warum die sich vielleicht nicht freiwillig in den Ersten Weltkrieg gemeldet haben, aber trotzdem gegangen sind, das ist
hinter die Gefühle sollte man mal kommen, nicht? Und warum man sowas 4 Jahre aushält oder im Zweiten Weltkrieg vielleicht 6 Jahre aushält, ob man das die ganze Zeit freiwillig macht, weil man, oder nur unter Druck macht, weil man von irgendjemand erpresst wird, oder das sind Sachen, die halte ich für unglaublich unwahrscheinlich, nicht? Und da, man sollte sich über solche Sachen Gedanken machen. Wo lebt man? Hat es mal eine Zeit gegeben, die anders war? Denn ich kann mir eins nicht vorstellen, so wie wir heute hier leben oder wie die Amerikaner heute hier leben, das ist keine Geschichte, die auf unendlich weitergehen kann, weil sie bringen mit diesem Szenario die Menschen einfach nur um. Sie bringen die Menschen einfach nur um. Ich versuche es zu verstehen, zu ergründen. Einmal sehe ich eben, dass da bestimmte Institutionen in private Hand gegeben worden sind. USA vor allem, nicht nur dort, aber da eben besonders mächtige wie die Fed, wo die Private daran beteiligt sind, private Entscheidungen fällen, auch ganz viele Behörden für sich genommen, natürlich wesentlich kleiner, auch Teile vom Militär, Teile von Geheimdiensten sind an Privat gegeben und dann eben noch solche Lobbygruppen, wo da Geld, Medienmacht, man kann berichten, gut oder schlecht über Leute berichten, man kann sie auch verschweigen und Politiker müssen dann sehr ständig auf Geld angewiesen und dass über sie berichtet wird, in solchen Thinktanks zusammenkommt, sowohl dadurch, dass Hoheitliches durch Private betrieben wird und eben auch dadurch, dass das, was Politiker am meisten brauchen, meine ich, wie Medienaufmerksamkeit und Geld, dass das auch noch in Thinktanks gebündelt ist. Da sehe ich eine erhebliche Schwächung der staatlichen Macht. Sie haben als Staat, genauso wie Sie das eben richtig gesagt haben, immer die Möglichkeit, entweder Ihre Aufgaben an Private weiterzugeben oder zu sagen, ich habe die Möglichkeit, alles vom Staat machen zu lassen. Sie müssen dann natürlich auch, wenn Sie zur zweiten Linie tendieren, tatsächlich die wichtigen Institutionen wirklich über den Staat laufen lassen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es macht wesentlich mehr Sinn, zum Beispiel, wenn man es denn braucht, eine Wehrpflicht zu haben, als eine Berufsarmee. Eine Berufsarmee ist ein geschlossener Kader. Eine Wehrpflicht heißt, ich verteile Informationen über, nicht nur über Waffentechnik, sondern auch darüber, wofür mache ich eine Wehrpflicht, nämlich für den Staat, in dem ich lebe oder die Nation, in der ich lebe. Da ist jeder mal irgendwie dran und hat eine Aufgabe, die er wirklich in sein Leben einzubauen hat. Ne? Denken Sie mal nur an die Schweiz. Habe ich aber eine Privatarmee, dann habe ich die Möglichkeit, einen Kader immer gezielt einzusetzen, aber ich habe kaum eine Möglichkeit, den irgendwie in die Nation zu integrieren. Der bleibt immer irgendwie außen vor. Ja, nicht nur das. Ich mach den fremd gegenüber der Nation. Jeder denkt dann, oh, das ist was unheimlich Tolles, in diese Berufsarmee reinzukommen. Und die Berufsarmee ist aber beschränkt. Aber gleichzeitig sage ich, ich muss andere Aufgaben dann weiter verteilen, zum Beispiel an eine Nationalgarde oder an eine Versorgung wie FEMA oder Halliburton und sagt dann, die müssen aber dann privat sein. Das ist dann super gefährlich. Ich habe nämlich überhaupt keine Möglichkeit, wenn ich denn als Staat agiere, all diese Dinge unter Kontrolle zu halten. Denn wenn die sich alle selber kontrollieren, was habe ich da zu suchen als Staat? Das heißt, quergedacht heißt das Deregulierung, Entbürokratisierung. Das kennen wir alle noch zu Genüge. Also ich kenne das zumindest noch aus den Anfängen von Helmut Kohl als Bundeskanzler. Deregulierung, Entbürokratisierung. Und letztendlich passiert eins daraus. Irgendwann mal, wenn die Zeit dann fortgeschritten ist, verkaufe ich einen See oder einen Wald ans Ausland, die Nutzungsrechte jedenfalls, und keiner kontrolliert hat. Nicht? Und wenn ich denn jetzt hingehe und sage, ich möchte aber, dass ich als Staat die Kontrolle behalte, dann muss ich eigentlich nur eins tun. Ich muss gucken, dass ich die Geldschöpfung behalte. Und die auch wirklich ausübe. Ne? Und dass ich bestimmte Direktiven vorgebe. Dass ich sage, hier passiert nur irgendwie eine gedeckte Währung. Ob die jetzt an Arbeitskraft gedeckt ist oder durch Arbeitskraft gedeckt ist oder ob die durch ein Edelmetall gedeckt ist oder ob die durch Kilowattstunde Strom gedeckt ist oder Energie. Völlig egal. Nur ich muss da einen sinnvollen Hintergrund haben. Wenn ich das dann mache und sage, okay, das und das bleibt alles in staatlicher Hand, dann
denke ich einfach mal zurück. Wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnern kann. Aber Stadtwerke oder Strom schaffen oder Wasser, also Energie und Wasser und das alles, das war noch in meiner Kindheit und zu meiner Jugendzeit, das war alles noch in Kommunalhand. Also wurde staatlich oder gemeindlich reguliert. Und da waren die Preise verträglich, nicht? Und wenn sie das nicht mehr haben, dann haben sie solche Ausuferungen, dass sie Energiekonzerne haben, dass sie im Klartext, wenn bei mir hier die Kilowattstunde Strom 25,5 Cent kostet, dann weiß ich, wenn die bei den Stadtwerken rausgegangen ist, nach Deckung aller Kosten und noch unter Einbezug der Gewinnmarge, dann kostet die da 3,5 Cent. Was passiert mit dem Rest? Geht der irgendwie an die Stadt? Nee. Muss der nicht, nicht. Und so ist das bei den großen Energiekonzernen natürlich auch. Und das können sie auch gleichsetzen mit der Bank. Nur sind die meisten Banken dann natürlich auch an diesen Energiekonzernen beteiligt. Weil irgendwo ist immer Geldfluss nötig. Aber in dem Augenblick, wo sie das staatlich halten können, dann können sie sagen, diese Schlüsselenergien, die bleiben in der Hand des Staates. Nicht? Und dann hat jeder also auch die Möglichkeit, wie der Engländer so schön sagt, of making a good fortune. Dass jeder also seines Glückes Schmied sein kann, je nachdem, welchen Fleiß er einsetzt. Und das ist das, was gewährleistet werden soll. Und in dem Augenblick, wo sie das nämlich nicht so haben, dass der Staat überall hinterherrennen muss, dann haben sie auf einmal ein großes Heer von Unzufriedenen oder von Leuten, die hinten rausfallen, weil man zum Beispiel eine andere Bildungspolitik betreibt, weil man die und die Leute nicht braucht oder den Bildungsstand insgesamt herabsetzen will, dann brauchen sie natürlich so eine Institution wie Hartz IV. Nicht? Das ist so wie ein Workhouse, was in England in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts implementiert wurde für arme Menschen. Also wer was zu essen haben will, der braucht sich nur bei einem Workhouse zu melden, der muss da umsonst arbeiten, der kriegt was zu essen. Und solche Geschichten haben wir heute auch mit Hartz IV. Also es hat sich nichts in der Geschichte geändert. Das Einzige, was immer wirklich versucht hat, da rauszukommen, ist der Augen, also ist die, ja, ich sag mal, die Bewerkstelligung, die sagt, wir behalten Geldschöpfung in der öffentlichen Hand, in der staatlichen Hand, wie das im Deutschen Reich, also im Deutschen Kaiserreich gewesen ist. Und da konnte man sich nicht darüber beklagen. Absolut nicht. Und alleine wenn man die Wirtschaftshistorie des Deutschen Kaiserreichs sieht und auch was nach der Weimarer Republik passiert ist, da kann man wirtschaftlich wirklich nicht alles auf Rüstungspolitik setzen. Das ist einfach unvorstellbar. Und das sind Sachen, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg auch eingesetzt haben, ne? Wo man gesagt hat, also man kann mit diesen Sachen wirklich einiges bewerkstelligen. Wir hatten in den 60er Jahren Zinssätze von 2,5%. Ich will nicht sagen fast durchgängig, aber die waren auf einem niedrigen Niveau, so dass die Leute praktisch fast nur eine Gebühr bezahlt haben oder die Unternehmer auch fast nur eine Gebühr bezahlt haben. Da waren Zinsen so und so lange festgeschrieben. Wenn Sie alleine an die Dinge denken, wie Reichsheimstättengesetz 1916 in den Reichstag eingebracht und selbst nach dem Zweiten Weltkrieg von den alliierten Siegermächten noch weiter vorwärts getragen. Absolut weiter vorwärts getragen. Was in Verordnungen heute auch immer noch besteht. Was per Gesetz von Helmut Kohl dann mal 1993 aufgelöst worden ist unter naja, für die BRD, aber wenn man wirklich mal schaut, was dahinter steckt, wie das alles laufen kann und wie man eine Grundlage für eine Nation oder für ein Volk schafft und damit auch für den Einzelnen, also nicht alles irgendwie durch ein Sieb presst und sagt, ihr seht alle gleich aus, ihr handelt alle gleich, nee, sondern dass jeder sein eigenes Glück damit machen kann und dann zum Staat auch beiträgt, nicht? Mache jetzt vielleicht einen Sprung. Ich bin gerade aufmerksam gemacht worden auf eine Zuschauerfrage. Das steht, gerade wurde angeführt, das ist jetzt ein paar Minuten zurück, dass Iran, Syrien, aber auch Russland über Zentralbanken verfügt, die nicht von privat kontrolliert werden. Das sind ausgerechnet Staaten, die immer wieder auf dem Speiseplan der NATO aufgeführt werden. Ich kann mal runterscrollen. Ist dieser Zusammenhang nicht eigentlich viel gewichtiger als die vorgeschobenen Kriegsgründe? Ist eine Zuhörerfrage. Ja, also da die Frage braucht man gar nicht zu beantworten. Das ist einfach so, ne? Also ich muss immer irgendwie einen Anlass finden. Ich muss also irgendwie einen Fliegenschiss in der Ecke finden, damit ich sagen kann, dass irgendeiner reif ist. Also das ist so. Ne? Überall da, wo sie eine Zentralbank haben, auch in den Ländern, die gerade aufgeführt worden sind, da beschäftigt sich eigentlich keiner damit, was wirklich dahinter gesteckt hat. Was für eine Leistung steckt dahinter? Ne? Die wenigsten gucken nach Russland rein. Wer nach Russland guckt, der denkt immer noch an Pussy Riot, die eingekarzert worden sind, aber an die Künstler, die eingekarzert worden sind, aber meines Wissens nach noch niemals eine CD veröffentlicht haben, komischerweise.
Nicht? Und da zeitgleich zum Beispiel hier zwei Männer im Kölner Dom zur gleichen Zeit von der Polizei rausgeholt worden sind, die das Gleiche gemacht haben, aber das durfte nicht an die Öffentlichkeit. Das ist totgeschwiegen worden, nicht? Vergleichsweise, nicht? Und wenn ich alleine über Libyen nachdenke, dann frage ich mich allen Ernstes, wem hat das genützt? Also hundertprozentig keinem Libyer, nicht? Auch keine italienischen Ölfirmen. Wer hat Italien viel Öl gekriegt? So wie ich das beurteile, hat der ganze Knatsch also wirklich angefangen, als Gaddafi sich mit Berlusconi in aller Öffentlichkeit gezeigt hat und hat dann angekündigt, dass er die Pensionskasse der Libyer nach Italien verlagern wollte. Da ist natürlich in Frankreich die Alarmglocke auf 12 gelaufen. Weil wenn man da in dem Augenblick 65 Milliarden Euro abzieht, man will die haben und versetzt sie nach Italien, dann ist in Frankreich aber mal schnell ein dickes Loch da. Ein Loch, das eigentlich keiner stopfen könnte. Oder vor allen Dingen mal so gesagt, das könnte keiner aus Italien 65 Milliarden, aus Frankreich 65 Milliarden Gold gedeckt. Ach, der hatte die Pensionskasse bis dahin in Frankreich gehabt, nicht in Libyen. Hallo? Ich kriege gerade eine schriftliche Nachricht. Moment, neu verbinden. Wir kommen gleich drauf zurück, falls ich noch zu hören bin. Das ist ja. Sie hatten eine Start. Hallo? Ja, da sollten wir nochmal Franzosen zu befragen. Das ist ja höchst interessant. Ja, sind wir wieder komplett. Kleinen Moment. Wow. Ja, ich dachte. Entschuldigung. Ja. Ja, also ich grüße den französischen Geheimdienst oder die technischen Schwierigkeiten, wen auch immer. Machen wir weiter. Das finde ich höchst spannend. Ja, aber das sind Sachen, die sind bekannt. Da braucht man also keinen Geheimdienst für. Das sind Sachen, die sind offensichtlich gewesen. Ne? Da muss man auch keinen jetzt irgendwie mit erpressen. Ich hatte immer gedacht, dass ginge vielleicht darum, dass italienische Ölfirmen mehr im Geschäft sind als französische. Das war die einzige Zahl, die ich da kannte dazu. Ja, möglicherweise. Ich sag mal, was wirklich für mich aus meiner Sicht entscheidender gewesen ist, ist, dass Libyen ein Land war, das hier so immer so dargestellt wurde, dass da pro Jahr 10.000 bis 15.000 Menschen umgebracht worden sind, bloß weil es dann Diktator Gaddafi gegeben hat. Und das sind so Sachen, die offensichtlich einfach gelogen waren. Nicht? Und wenn sie ihr Volk so hassen, dass sie jedes Jahr 10.000 bis 15.000 Menschen um die Ecke bringen müssen, dann haben sie natürlich irgendwann mal ein Riesenproblem. Sie haben erstmal weniger Bevölkerungszuwachs. Libyen ist also kein erfolgreiches Land gewesen mit 6 auf 7 Millionen Einwohnern. Aber es ist schon, ich sag mal, bemerkenswert, wenn man Eheleuten, jungen Eheleuten, ein Ehestandsdarlehen von 50.000 US-Dollar gibt und für das erste Auto zum Beispiel auch einen Kredit gibt, der nichts kostet, der gar nichts kostet. Und dann 3 Cent für einen Liter Sprit abnimmt. Dann eine freie Heilfürsorge hat, also keiner bezahlte da Krankenversicherung und Libyen war kein unterentwickeltes Land. Wenn sie Augenzeugen mal befragen, wenn sie in Tripolis gewesen sind, dann haben die gesagt, das sah auf jeden Fall um Klassen besser aus als Marseille zum Beispiel. Und Marseille, kennt jeder zumindest mit dem Finger von der Landkarte, ist eine Großstadt in Europa, wo es brennt, wo es einfach brennt. Nicht? Sie haben in Libyen immer gesehen, dass die Libyer ihr Öl selber raffineriert haben. Die haben also eigene Erdölraffinerien gehabt. Die haben zum Beispiel auch eine staatliche Rente gehabt. Keiner bezahlte Rentenversicherung, aber jeder Libyer bekam eine feste Rente von 756 Euro, wenn er in Rente gegangen ist, ohne dafür irgendwie Abgaben zu zahlen. Und das waren übrigens diese Pensionsfonds, die in Frankreich angelegt lagen, die man dann da wegnehmen wollte und nach Italien rübergeben wollte. Eventuell war das kein so
naja, ich will nicht sagen kluger Schachzug, vielleicht aber notwendiger, ich kann es Ihnen gar nicht sagen, aber das war einer der Prämissen. Man hat in der libyschen Wüste Gründungskulturen gehabt, die ihresgleichen wirklich gesucht haben, also vom staatlichen Charakter her. Da sollte übrigens nach dem Vorbild der deutschen Reichsheimstätte von früher der Libyer in der Wüste eine Parzelle bekommen mit einem Haus drauf, 1000 Quadratmeter Grundstück, wo er seine eigene Lebenssituation durch eigenen Anbau, wie auch immer, selber mit verbessern konnte. Und das war ein groß angelegtes Projekt, ein wirklich riesengroß angelegtes Projekt. Und aus der Sicherheit raus geht der Mann hin und schlägt der Afrikanischen Union eine Zentralbank vor, die mit Gold gedeckt ist, was dann auch noch vorhanden war, zufälligerweise. Und eine Bank, die nach dem Muster funktioniert, dass man nur Geld verleiht gegen Gebühr und nicht gegen Zinsfuß. Das hat ja auch was mit Islam zu tun, glaube ich, dass sie Geld nur gegen Gebühren verleihen dürfen. Ja, könnte man aber auch hier implementieren. Das muss also nicht unbedingt hat also nicht unbedingt was mit dem Islam zu tun. Hat es ja auch im Mittelalter hier gegeben. Gaddafi hatte sich da auch mit Strauss-Kahn getroffen, als er noch geschäftsführender Direktor des IWF war, und haben über Stärkung der Sonderziehungsrechte gesprochen und solche Dinge diskutiert zumindest. Ich weiß nicht, wie ernsthaft das war, was auch nicht alle in den USA mochten, Angst um eine Vorherrschaft des Dollars hatten. Also da ist mir wenig darüber bekannt. Ich habe das auch mal gehört, aber ich denke mal, das ist eine Sache, die für Libyen nicht in Frage gekommen ist, Sonderziehungsrechte. Das ist was für verschuldete Länder in Frage kommt und für Geldschöpfungs-, also für neue Geldschöpfungsquellen, nicht? Oder um Geld breiter zu streuen oder immer mehr Leute ins Geld reinzuziehen, die was keine Substanz hat. Ich denke nicht, dass das für Libyen ein Thema gewesen ist, sowas aufzubauen. Dafür waren die also wirtschaftlich einfach viel zu sicher mit sich selber, also wirklich sicher aufgestellt mit sich selber. Und ich habe jetzt keinen Bericht darüber gelesen, aber ich habe von verschiedenen Seiten auch schon gehört, dass in Syrien eine ähnliche Struktur herrscht, also normalerweise da ein gutes Volkseinkommen ist, eine gute private Situation für die Leute vorherrscht. Und wenn ich an den Iran denke, da höre ich eigentlich auch nichts anderes her, als zum Beispiel 60% aller Studenten weiblich sind. Das könnte man sich eigentlich in einem muslimischen Land überhaupt gar nicht vorstellen, aber 60% der Studenten sind weiblich im Iran. Nicht? Die können ihre eigenen Autos bauen, die schaffen ihre eigene Energie, die sind unabhängig in dem Sinne, die können also ihr Öl hinverkaufen, wohin sie wollen. Ich sag mal, für jemand, der ein Interesse hat, sowas zu kontrollieren, ist das immer ein Grund zu sagen, ja, ich will das haben. Und wenn ich mir einfach die Politik rückwirkend anschaue, wie das in den letzten 250 Jahren gelaufen ist, über das britische Empire, also die ganze Politik, die heute gemacht wurde, die von den USA ausgeht, die ist damals vom britischen Empire vorgenommen worden. Also wir haben einfach nur eine Verlagerung dahin, nicht? Dann kann ich mir immer vorstellen, dass das heute auch der Grund ist, irgendjemand auseinanderzureißen, zu zerstückeln und klein zu machen. Das ist früher auch gemacht worden. Da gibt es genug Beispiele. Absolut genug Beispiele, nicht? Ob das jetzt Mitte des 17. Jahrhunderts die Niederlande gewesen sind, ob das im ausgehenden 16. Jahrhundert Spanien gewesen ist, ob das zur Zeit Ludwigs des 14. Frankreich gewesen ist, nicht? Und im ausgehenden 19. Jahrhundert, beginnenden 20. Jahrhundert ist es eben Deutschland gewesen. Russland ist an der Reihe gewesen, nicht? Im 19. Jahrhundert. Mein Gott. Es ist überall da, wo sich das Hinterland entwickelt hatte, hatte sich so eine starke Opposition gegen den Gedanken des britischen Empires, wobei ich also hier nicht auf dem englischen Nachbarn rumhacke. Absolut nicht. Ne? Also ich nicht auf einem Nachbarn, der Tür an Tür wohnt, weil die am wenigsten von ihrem Empire gehabt haben, waren die Bewohner Großbritanniens. Nicht? Die normalen, einfachen Leute, die einfach zum großen Teil in Armut gelebt haben und in ständiger Furcht darum, ob sie am nächsten Tag was zu essen haben.
Ja, aber wenn ich mir all diese ganze Politik in der Geschichte sehe, dann ist da keine Veränderung eingetreten. Absolut nicht. Es läuft alles immer nach dem gleichen Schema. Aber ob ich 1839, 40, 41 nach China gucke mit dem Opiumkrieg oder ob ich, ich gucke zum Krimkrieg hin oder ich gucke zu den Napoleonischen Kriegen hin. Ich gucke auf die erste Auseinandersetzung 1740, 41 mit Frankreich, Kanada oder 1756, 54, 56 als Vorläufer zum Siebenjährigen Krieg. Also auch Sachen, die auch super gut vorbereitet waren und eingefädelt waren. Es gibt Geschichten, da treffen sich französische und englische Kriegsschiffe und die englischen Kriegsschiffe eröffnen einfach dort Feuer und der Franzose fragt zurück über ein Sprachrohr, sagen Sie mal, mir ist nicht bekannt, aber sind wir im Kriegszustand? Der Engländer antwortet in Sprachrohr rein, nein, um Gottes Willen, dreht den Kopf zur Seite, Sprachrohr ist aber noch da und sagt zur zweiten Batterie Feuer. Also das ist unglaublich. Und auf diese Art und Weise hat man den Franzosen vor dem Siebenjährigen Krieg, bevor man den Krieg erklärt hat, 300 Schiffe weggenommen. Einfach so, nicht? Und bei den Holländern hat man das im 17. Jahrhundert auch gemacht, bevor der erste niederländisch-englische Krieg aufgrund der Navigations Act von 1651 losmarschierte. Da hat man den Niederländern erstmal 140 Schiffe weggenommen, bevor man denen gesagt hat, okay, jetzt gibt's Krieg, nicht? Und wenn, was für eine, ich sag mal, lassen Sie uns das Ding mal rauspicken. Das ist so widersinnig, ne? Da wird 1651 so eine Akte aufgestellt, die heute auch noch als Navigations Act bekannt ist. Darin sagt ein Land, das seit 12 Jahren vom Bürgerkrieg gebeutelt ist, auf einmal kein fremdes Schiff darf unsere Kolonien in den Westindies beliefern, also zum Beispiel auch in Nordamerika. Nicht? Und dann denke ich doch gerade mal, was haben die Engländer denn eigentlich für Kolonien gehabt in Nordamerika damals? Das war doch eigentlich Killefitz, gemessen an dem, was Neu-Amsterdam schon auf die Beine gestellt hat. Nassau oder Fort Orange. Also das, wirklich da, kein Vergleich dazu. Und jetzt bedenkt man sich einfach mal, ich stelle jetzt mal so eine Akte auf und sage, also die ganzen Lieferungen in die neue Welt, die dürfen nur von englischen Schiffen gemacht werden. Und das zu einer Zeit, wo 4/5 aller Schiffe unter holländischer Flagge fahren. Das ist doch mal gesagt, erstmal frech. Und das ist so eine klare Kriegsansage. Und dann zu einem Zeitpunkt, 1651, nachdem der 30-jährige Krieg drei Jahre vorbei war. Und am Ende dieses 30-jährigen Krieges sind die Generalstaaten aus dem Deutschen Reich ausgeschieden und haben gleichzeitig einen Friedensvertrag nach 80 Jahren Krieg mit Spanien geschlossen. Und die Holländer hatten immer die Angewohnheit, in dem Augenblick, wo sie den Krieg beendet hatten, haben sie ihre Kriegsflotte runtergefahren, also tatsächlich abgerüstet und haben die zu Handelsschiffen wieder umgebaut und haben einfach das gemacht, was sie vorher auch gemacht haben. Die haben gehandelt. Natürlich auch unter einem kriegerischen Aspekt. Die Holländer waren bestimmt auch die ersten, die also komplett Militär eingesetzt haben, um sich Märkte zu schaffen oder um Märkte zu verteidigen. Also auch in Empfehlungen das rausgegeben haben. Nur in dem Augenblick sagt dann sagt Oliver Cromwell, dieser Navigations Act, das ist jetzt bindend. Was ist denn vorausgegangen? Vorausgegangen ist eigentlich nur, muss man sich mal vorstellen, in so einer desolaten Situation, kein Geld in England, immer noch Bürgerkriegsunruhen von Schottland, Irland bis in den Süden von England rein, schickt er einen Freund, St. John, Oliver St. John, einen persönlichen Freund von ihm, den schickt er nach Amsterdam und schlägt denen vor, die sollen sich eingliedern in den britischen Commonwealth. In den ersten Commonwealth von Irland, Schottland und England. Also sich praktisch übergeben. Da haben die Holländer gesagt, sag mal, hast du einen an der Marmel? Wir fahren mit 80% Beflaggung auf den Meeren rum, ihr seid gar nichts und wir sollen euch das alles geben. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann nehmen wir den Engländern einfach mal per Kaperbrief Schiffe weg, den Holländern Schiffe weg, bis sie auf den Trichter kommen. Und dann haben sich aber die Engländer fürchterlich in den Finger geschnitten. Heute wird immer noch gesagt, die hätten also diesen ersten englisch-niederländischen Krieg gewonnen, haben sie aber nicht. Es gab nämlich einen Friedensvertrag und die einzige Bedingung, die die Holländer von sich aus erfüllt haben, war die Erziehung von Wilhelm von Oranien aus den Händen der Gebrüder de Witte zu nehmen, also aus den Händen des Staatsrats zu nehmen. Der wurde nun privat erzogen. Da haben die zugestimmt, haben den Engländern fürchterlich den Hintern verhauen in den letzten anderthalb Kriegsjahren und die haben sich dann also auch vom Krieg wirklich zurückgezogen, die Engländer, und haben erst unter Charles II.
wieder Krieg mit Holland angefangen, wo sie dann auch fürchterlich Prügel bekommen haben. Aber wenn man sich diese Machenschaften so ansieht und vergleicht die mit heute, vergleicht die mit den Dingen, die praktisch aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen sind, dann kann man sagen, hat sich nicht viel geändert. Gucke ich heute nach Syrien, gucke ich heute zum Iran hin, sehe den Truppenaufmarsch, sehe das, was eigentlich in den USA als Defizit herrscht, was in England immer als Defizit geherrscht hat. Immer. Da frage ich mich, wen muss ich denn anrufen in den USA, wenn ich Frieden will? Den muss ich die FED anrufen? Also ich glaube, sie müssten jemanden anrufen, der viel Einfluss auf seine Nachbarn hat. Nicht? Hm. Und wenn sie das amerikanische Volk dazu kriegen, weniger Fernsehen zu gucken, weniger McDonald's zu essen, nicht Kredite aufzunehmen, sondern Geld zu sparen. Also das sind nicht alle Amerikaner. Es gibt eine ganze Menge Amerikaner, die wissen, dass sie ein Heim haben, die wissen, dass sie einen Nachbarn haben, die wissen, dass sie normal arbeiten und die wissen, dass sie auch Geld zurücklegen können. Nicht? Aber die Politik, die in den USA betrieben wird, wo immer mehr Leute reingeholt werden, die, ich sag jetzt mal, das Typische einer Region, sage ich jetzt wirklich bewusst und vielleicht auch ketzerisch, verfremden, indem man sagt, okay, kommt nach Amerika, werdet US-Bürger und wenn ihr das hier nicht schafft, ihr kriegt die Beihilfe, die Beihilfe, die Beihilfe. Ich sage jetzt einfach mal nur so, dass das, was hier auch passiert. Wenn ich mir jetzt hier von 82 Millionen Menschen, habe ich jetzt mittlerweile 25% mit einem Migrantenhintergrund, wobei ich etliche dabei habe, die zum ersten Mal den Fuß auf dieses Land gesetzt haben und von vornherein eine festgeschriebene Rente von 800 Euro pro Monat bekommen, wobei es hier noch viele, viele, viele gibt, die eine Rente von 620 oder 400 Euro bekommen, die hier aber 30 oder 40 Jahre gearbeitet haben und denen dann vorgemacht wird, dass das hier das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Geld dafür bezahlt wird, Leute hier reinzuholen, denen man einen Personalausweis gibt, damit die bei der Bundestagswahl, damit die Leute wählen, damit die Deutsch wählen, also damit die eine Partei wählen, die das alles macht. Nicht? So, und das hat auch nichts, das hatte jetzt auch absolut keinen rassistischen Hintergrund. Wenn Sie jetzt irgendwo fest etabliert wohnen und Sie sehen, wie Ihre Nachbarn wechseln. Ich verstehe schon, aber eigentlich ging es mir ja um Thema Souveränität, USA und das war, darum ging es mir eigentlich und nicht um die Zuwanderung in Deutschland. Und nee, aber wenn Sie das jetzt so mal gleichsetzen mit den USA, dieses haben Sie nämlich nur in den USA gehabt. Das war das einzige Land der Erde, das das propagiert hat, ab 1800. Und 66 mit dem 14. Verfassungszusatz. Das hat nämlich dem ursprünglichen Amerikaner die Staatsangehörigkeit seines Nationalstaates Tennessee, New York oder Ohio oder einfach weggenommen und hat gesagt, der nächste Amerikaner ist der von Geburt her oder per Einbürgerung, Naturalization. Und dieses Programm ist immer weiter gelaufen, aber diese Leute, die dann US Citizens, also die Menschen, die dann US Citizens geworden sind, waren dann tatsächlich Staatsangehörige von Washington DC und nicht von irgendeinem Heimatstaat. Und das ist eine verfügbare Masse, die sie schaffen. Die können sie von überall hindrehen. Und da werfen die praktisch eine, also bieten denen an, ihr könnt eine Jurisdiktion nutzen, die euch nicht abweisen darf zum Beispiel und die praktisch dem einzelnen Menschen vormacht, der wäre frei, der wäre super gut situiert und konstituiert, was er in Wirklichkeit gar nicht ist, weil der ist eine verfügbare Masse, der kann durch jeden, der mächtiger ist, der mehr Geld hat, Prozesse zu bezahlen, in eine Ecke gedrängt werden. Und wenn Sie diese ganzen Prozesse sehen, die in den USA dann gelaufen sind, also wirklich Gerichtsprozesse, wobei es 1938 zu einem entscheidenden Prozess gekommen ist, Dickinson gegen Erie Railroad, da wurde auf einmal verfügt, dass wir bewegen uns dann nämlich im Common Law, da schreibt sich Rechtsprechung fort durch Urteile, durfte auf jeden Fall nicht mehr auf Urteile zurückgegriffen werden, die in den letzten 150 Jahren vorher erwirkt worden sind. Da hatten sie auf einmal einen komplett rechtsfreien Raum und jeder konnte machen, was er wollte mit neuen Prozessen. Und keiner durfte mehr auf einen alten Prozess Bezug nehmen. So, solche Geschichten passieren dann. Das heißt also, sie haben das, was sie als obersten Level haben, nämlich eine Verfassung, die haben sie ausgehöhlt, die machen sie dadurch interpretierbar.
Und das ist ein Problem. So, und dann haben Sie wirklich vergleichsweise, können Sie damit jetzt die Bundesrepublik Deutschland, können Sie damit mit den USA vergleichen, weil die gleiche Politik dann gefahren wird. Also das heißt, eine Verfassung ist nicht mehr die Hochwasserstandsmarke, die ist einfach interpretierbar und die ist auslaugbar. Und irgendwann mal ist die gegessen. Irgendwann mal ist die gegessen. So, und wenn die gegessen ist, dann haben Sie auch keine Mittel und keine Möglichkeiten mehr, eine Souveränität über eine Nationalbank zu steuern, wenn sie sagen, okay, die ist jetzt staatlich. Nee, die bleibt dann privat, weil das ist doch aushöhlbar. Jeder kann sich dann in einem Gerichtsprozess das holen, weil er meint, was er sich holen kann. Und das hängt davon wirklich ab, wie viel Geld sie in der Tasche haben. Und dann werden sie 316 Millionen Leute haben in den USA, die eben keine Kohle in der Tasche haben und auch die keine Lobby haben. Und so läuft es hier im Augenblick auch. Hier hängt es davon ab, wie viel Geld sie in der Tasche haben, um irgendwas durchsetzen zu können. Ja, zumindest an vielen Stellen. Und die, okay. Situation verbessern sie nicht durch Zuwanderung. Die machen sie für alle. Für die Leute, die sie hierher holen, machen sie die schlechter, genauso für die Leute, die hier leben. Das ist einfach so. Ja klar, viele Leute kommen ja auch deshalb, weil es in ihrer Heimat viel zerstört wird. Bei den ganzen Kriegen, Umweltzerstörung, IWF, Weltbank. Ja, wenn man einfach mal die Zerstörung sein ließe, dann hätte wir das Problem schon um einiges geringer. Um einiges geringer? Ich würde mal sagen, dann hätten wir das gar nicht. Aber dieses Problem geht natürlich von diesen Sachen wie FED, IWF und Weltbank aus. Nicht? Wenn ich mir vorstelle, was passiert denn eigentlich? Schauen Sie mal nach Ungarn. Ungarn hat auf einmal gesagt, wir brauchen keine Kredite mehr vom IWF. Jetzt wird Ungarn verteufelt, als rechtsradikal hingestellt und egal. Die haben auch rechtsradikale Gesetze, das haben sie leider auch. Ja, und aber das gleiche Problem habe ich mit Libyen auch. Libyen hat auch IWF-Kredite abgelehnt und Syrien hat das auch gemacht. Wer das nicht braucht, braucht das nicht. In Ungarn werden auch Roma und Sinti ziemlich diskriminiert, das machen sie auch. Aber die Frage ist, würde es so hoch gehängt, dass sie Roma und Sinti diskriminieren, wenn sie nicht gleichzeitig den IWF vom Kopf stoßen würden? Da würde man dann darüber einfach schweigen. Vielleicht würde man einfach darüber schweigen oder vielleicht würde man darüber vielleicht anders recherchieren. Aber wie gesagt, das sind Sachen, auf die haben wir insofern also wirklich kaum Einfluss. Wir haben den einzigen Einfluss, den wir haben, das sind die Sachen, wie wir praktisch unser Leben gestalten oder wie wir unseren Nachbarn helfen. Dabei ist egal, wo unser Nachbar herkommt. Das ist völlig egal. Ne? Oder die Dinge, die man sichtbar macht und Veränderungsbedarf aufzeigt. Eben, das ist absolut entscheidend dabei. Nicht? Und im Grunde genommen ist immer nur das wichtig, was eine Gemeinschaft aushalten kann. Und wenn man wirklich in der Geschichte zurückgeht, man geht nochmal auf das Beispiel Pennsylvania zurück mit einer Staatsbank, die wirklich wunderbar durchdacht war und sehr, sehr, sehr einfach aufgebaut war, da haben alle irgendwie zusammengearbeitet. Ne? Da haben alle irgendwie zusammengearbeitet und haben zum Wohl des Staates Pennsylvania beigetragen und der war tatsächlich im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nicht verschuldet, obwohl der auch Beiträge geleistet hat an die Continental Army. Hm. Komischerweise ging das da. Und das wäre ein einfaches Beispiel, aber Sie finden dieses Beispiel natürlich nicht neben diesen Beispielen, die heute gegeben werden von Experten oder von Wirtschaftswissenschaftlern. Nicht? Und dann finden Sie auch immer wieder, wenn heute Leute irgendwohin studieren gehen müssen, müssen sie unbedingt in die USA gehen, ein Jahr oder zwei Jahre studieren oder da ein Jahr verbringen. Bezeichnenderweise sind im 19. Jahrhundert die Amerikaner, die was auf sich hielten, hier in Göttingen studieren gegangen, Rechtswissenschaften zum Beispiel. Mhm. Unglaublich. Nicht? Da kann man sagen, vielleicht war die Qualität hier dann einfach besser als damals. Aber ich möchte einfach mal sagen, weg von der Qualität, jedenfalls, wenn Sie da ein Jahr verbringen oder zwei Jahre verbringen und Sie haben auf irgendjemand Eindruck gemacht, stehen Sie irgendwann mal auf einer Liste, wo man Sie kontaktiert, wo man Sie für irgendwelche Sachen brauchen könnte. Vielleicht für ein Think Tank. Nicht umsonst hat der CFR hier in Deutschland auch ein Büro in Hamburg. Haben Sie Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik oder die Deutschlandvertretung von den Ableger ECFR oder der CFR persönlich? Ja, der CFR, die Dame tritt auch schon öfters im Fernsehen auf und propagiert regionale Zerstückelung in Europa, also dass Europa zerfallen wird in kleine Regionen, aber die dann absolut EU-treu, also absolut Brüssel-treu sein sollten. Das ist so eine Maschinerie, die hier in Gang gesetzt wird, nicht?
Also es ist da schon in der Hinsicht ziemlich viel in Bewegung. Und wenn Sie zurückgucken, also die Wege zurückverfolgen der Thinktanks, dann finden Sie immer irgendwie über eine Person immer eine Bindung an den CFR. Da wüsste ich gerne, es gibt ja so ein wirklich großes Netz von Thinktanks und immer diese Kombination, da sind Leute mit Kapital, oft sind es Banken, dann sind Leute mit Schlüsselpositionen von Medien und da sind Politiker, die man sich da reinholt. Ich sage es mal ganz frech, wenn ich mir angucke, die Leute, die bei der Atlantikbrücke da durchgeschleust werden, die Politiker, also so Think Tank, der sagt, dass er sich um die deutsch-amerikanische Freundschaft kümmert. Das sind vielleicht sogar mehr Leute als die, die beim CFR fest eingebunden sind. Woran sieht man, dass der CFR mächtiger ist als zum Beispiel die Atlantikbrücke? Die müssen immer von den entscheidenden Personen ausgehen. Ne? Also das Mutterschiff ist immer der CFR. Was ich als nächsten Think Tank aufbaue, das ist praktisch wie ein Puffer, den ich um mich rum aufbaue. Nicht, es reicht, gehen Sie mal Rockefeller Foundation, das sagt Ihnen was, ne? Stiftung von Rockefeller, die, ich glaube, wissenschaftliche Projekte fördert. Ich weiß nicht, was Sie noch machen. Kennen Sie jemanden, der ja schon mal in dem Gebäude in New York drin gewesen ist, auf dem Rockefeller Plaza? Nein. Wenn Sie mal einen kennenlernen, der Ihnen dann erzählt, der durfte durch das ganze Gebäude gehen, das war innerhalb einer deutschen Delegation von Mittelständlern. Der hat mir mit großen Augen berichtet, Sie meinen, Sie sind in einem Regierungsgebäude. Sie kommen an Türen vorbei, da steht auf dem Schild drauf, Department for Egypt, Egypt Department for Syria oder for Germany oder sonst was. Und die sind natürlich immer unterschiedlich groß, aber die haben alle eigene Eingänge. Department, verstehen Sie? Also die Rockefeller Foundation ist in ihrem Kontext so aufgebaut, dass sie überall auf der Welt mit irgendjemand arbeitet. Und hier geht es nämlich dann, steht auch auf dem Schild drauf, um Wirtschaft, hier geht es um monetäre Bildungssysteme oder hier geht es um politische Bildungssysteme, schulische Bildungssysteme und. Und das ist ein Riesenkomplex. So, wenn Sie bedenken, dass Rockefeller tatsächlich einer der Hauptakteure im CFR ist und dann noch einer der Hauptakteure bei den Bilderbergern sich vielleicht jetzt zurückzieht, vielleicht aus Altersgründen und ganz eng mit Henry Kissinger und mit anderen zusammen ist, dann können sie auch die Verknüpfung zu anderen Thinktanks auch herstellen. Wichtig ist natürlich, dass man weiß, dass nicht jeder die Nase des anderen unbedingt leiden kann. Das sind dann persönliche Sachen, aber wie sagt man so schön, Blut ist dicker als Wasser. Letztendlich, wenn ein Ziel verfolgt wird, gehen sie alle auf das Ziel drauf und wenn der entscheidende Moment da ist, dann versucht man sich natürlich mit den Ellenbogen oder mit Schulterstößen irgendwie von der Treppe in eine andere Position zu bewegen oder den anderen auf der Treppe alt aussehen zu lassen. Das kann ich mir alles so vorstellen. Aber Tatsache, ich denke mal, der CFR, der ist der absolute Lenker von allem. Nicht? Und dafür ist der CFR auch das älteste Gebilde, was aus der Finanzwelt heraus geschaffen worden ist. Nicht umsonst war der wirkliche Initiator Paul Warburg gewesen. Nicht Mendelhaus. Nö. Nee. Paul Warburg ist derjenige. Paul Warburg ist der absolute Initiator gewesen. Nicht? Und Mendelhaus ist jemand, der wirklich fast nur aus dem Hintergrund agiert hat. Und der ist wie eine graue Eminenz. Wenn Sie zum Beispiel Trotzki, viele Menschen gehen davon aus, dass die russische Oktoberrevolution, die Oktoberrevolution 1917 gewesen ist. Nicht? Wenige Leute beachten, dass der Zar bereits am 11. März 1917 abgedankt hat und auch für seinen Sohn auf die Thronfolge verzichtet hat und seinen Bruder Michael auch auf die Krone verzichtet hat. Und dass erst nach dieser Abdankung praktisch die ganze bolschewistische Revolution in Gang gesetzt worden ist. Am 27. März hat man Trotzki auf ein Schiff gesetzt Richtung Leningrad. Und am 27. März, da ist er noch, am 27. März ist er in Halifax
ist das Schiff in Halifax vor Anker gegangen. Und da ist die kanadische Dominion-Regierung hingegangen und hat den 5 Tage festgesetzt, weil die Angst gehabt haben, wenn der rüberkommt nach Leningrad, machen die sofort einen Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich. Damals Kanada natürlich noch eingebunden in das britische Empire und hatte kanadische Soldaten an der Westfront, also hier an der französischen Front stehen gehabt. Da hat man gedacht, okay, der Trotzki hat in den USA immer davon gesprochen, dass wenn er rüberkommt, er einen Friedensvertrag mit dem Deutschen Reich macht. Und dann hat man eine ähnliche Äußerung auch von Lenin aus der Schweiz rausgehört. Und da hat man gesagt, oh verdammte Hacke. Die schließen Frieden und die Deutschen haben dann ungefähr 1,5 Millionen Mann mehr zur Verfügung an der Westfront. Das können wir überhaupt nicht zulassen. Und haben den eingeknastet. 5 Tage haben sie den eingeknastet. Da intervenierte Mendel House, der Trotzki persönlich kannte, auf Weisung von Woodrow Wilson an die kanadische Regierung, dass der Mann sofort freigelassen wird. So, und wenn Sie dann den weiteren Verlauf sehen, also rein nur von Agitation her, am 2. April übergibt Woodrow Wilson seinem einem der obersten Richter des Supreme Court, dem Louis Brandeis, praktisch die Akte mit der SS Sussex, die im Februar 17 torpediert worden ist, wobei 2 Tote gewesen sind, die aber keine Amerikaner waren, aber amerikanische Passagiere sich auf dem Schiff befunden haben und das zu einer Zeit des uneingeschränkten U-Bootskrieges, wo jedes Schiff damit rechnen musste, im Ärmelkanal von einem deutschen U-Boot torpediert zu werden. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Das war Krieg, nicht? So. Und man nie von deutscher Seite ausschließen konnte, ob da jetzt Munition transportiert wurde oder nicht. Das hat man mit der Lusitania 1915 eben auch sehen können, was da passiert ist. Und 4 Tage später gibt Louis Brandeis Woodrow Wilson die Empfehlung, Deutschland den Krieg zu, also dem Deutschen Reich den Krieg zu erklären. Das passt zusammen. Man wollte die Gefahr von Russland, Russland scheidet aus dem Krieg aus, man hält die Russen aber über die Bolschewiken bis zum März 1918 im Krieg, obwohl Russland definitiv 1917 komplett besiegt gewesen ist, um die Westfront zu entlasten, um sich selber in den Krieg mit einzuschalten und an diesem Krieg zu verdienen. Es ging nur um Verdienen an diesem Krieg, von US-amerikanischer Seite aus. Das war für Woodrow Wilson vielleicht nicht so das Maßgebliche, aber der stand ziemlich unter Druck. Der ist von der Lobby ins Amt reingehievt worden, die mit Geld viel zu tun hatte, die auch mit der Fed viel zu tun hatte. Und der musste danach handeln. Der hatte ein persönliches Problem. Gleich zu Beginn seiner Amtsträgerschaft hatte der ein privates Problem, was glatt gebügelt wurde. Und somit hat er sich in deren Arme gegeben. Das kommt mir, scheint mir so, dass irgendwie alle Leute, denen man so hohe Pöstchen gibt, sehr viele Leute von denen persönliche Probleme haben. Wenn ich mir anschaue, wie häufig heute angezweifelte Doktorarbeiten erscheinen bei Leuten, die wichtige Positionen bei solchen Thinktanks haben. Ja. So, Gutenberg ist nicht der Einzige. Nee, wahrlich nicht. Ich glaube, die zu Gutenbergs, die haben einen riesen Rochus auf die Frau Merkel. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, der war mal ein ziemlicher Star, ist auch Lobbyist vom ECF, ja, dem europäischen Ableger, und hat inzwischen einen eigenen, kleineren Think Tank in den USA irgendwo, über den er sich auch selber äußert. Dann muss es nicht der ECFR gesagt haben, wenn er was gesagt hat. Dann ist es vielleicht doch nur seine Meinung gewesen. Ich denke, dass wir eine ganze Menge solcher Sachen sehen und kaum uns daran orientieren können. Also ich meine jetzt wirklich den durchschnittlichen Betrachter, dass wir uns kaum daran orientieren können, wer sagt was, welche Wahrheit kommt darüber oder welche Information soll damit gesagt werden. Und das ist für viele Menschen also kaum zu durchdringen, so viele Thinktanks gibt es. Ne? Und man wird dann eigentlich mit dieser Meinungsmache, die da passiert, tatsächlich immer medial überschwemmt. Ob das Fernsehen ist, Radio ist oder ob das irgendwelche Zeitungen und Zeitschriften sind. Sie können selbst so ein Blatt wie Petra oder Meine Geschichte oder die Apothekenumschau nehmen. Es ist alles Lobby- und Think-Tank-Arbeit, nicht? Bis ins kleinste Detail. Und selbst wenn Sie ein Mickey-Maus-Heft aufschlagen, ist das Think-Tank. Das ist leider so, nicht? Und es gibt mal auf der einen Seite was Bedenkenswertes, mal vielleicht was zum Lachen, mal ist eine Sendung dabei. Wenn Sie an manche Sendungen von Frontal denken, wo Sie sagen, okay, Mensch, die haben sich wirklich was getraut, hier mal auf die Kacke zu hauen, aber letztendlich
wird auch sowas gesteuert, dass sie irgendwann mal sagen können, ja, da haben die endlich mal die Wahrheit gesagt und das ist wirklich so und das ist alles ganz schlimm, aber das gehört zur medialen Welt genauso dazu, wie man den Leuten einimpft, Maß macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Wir haben selber schon mal versucht, uns zu schlau zu machen, direkt beim Council on Foreign Relations, mal sehen. Wir versuchen beim Council on Foreign Relations Auskunft zu kriegen, weil wir möchten halt selber eben nicht mit vorgefassten Meinungen, selbst wenn da schon manche militaristischen Töne waren von Leuten, von denen, wie soll ich sagen, es 2012 war sehr brisant, ein Herr Matthew Krönig hat einen Artikel geschrieben, Time to Attack Iran, direkt in der Zeitschrift von Foreign Affairs vom Council on Foreign Relations. Und ein Niall Ferguson hat in der Zeitung Die Welt die Auffassung vertreten, dass ein Angriff auf Iran das kleinere Übel wäre. Und da haben wir da doch mal nachgefragt, inwieweit haben die denn die Auffassung von dem Council on Foreign Relations damit vertreten? Da wollen wir jetzt mal die Wahrheit wissen. Ist das der Council on Foreign Relations? Sind das bestimmte Konzerne da drin? Ich denke, und ja. Also Sie haben bestimmt. Entschuldigung, ich will Sie jetzt nicht. Sind da die Strukturen? Wahrscheinlich wird man das nicht so einfach auf dem Silbertablett präsentieren. Wenn Sie ein kleines Stück in die Geschichte zurückgucken, ich komme noch mal eben kurz auf diesen amerikanischen Sezessionskrieg. Es hat da auf jeden Fall eine überraschende Erkenntnis gegeben. Die amerikanische Wirtschaft war innerhalb von Stunden, damals schon innerhalb von Stunden und Tagen umstellbar auf Kriegsproduktion. Also es ist da in diesem Krieg unermesslich viel Material im Norden für den Krieg produziert worden. Unermesslich viel. Man hat also daraus etwas entwickelt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Man hat versucht, einen umspannenden Konzern oder ein umspannendes Geflecht von Rüstungskonzernen und Firmen aufzubauen, zu denen nicht nur Amerikaner wie Bethlehem Steel gehört haben, auch Vickers in England. Alles unter einer Leitung. Man hat dann auch versucht, da Kapital reinzusetzen, sich kreuzweise Kapital zu verflechten oder hier in Deutschland mit BASF oder auch versucht, in Teile von Krupp reinzukommen, ne, was also hier in Deutschland unheimlich schwer gewesen ist, was vor dem Ersten Weltkrieg gar nicht funktioniert hat. Bei kleineren Firmen schon, aber wenn man dann gemerkt hatte, hier von deutscher Seite aus, da sind Ausländer drin, dann hat man also dann versucht zu redigieren oder wieder zurückzukaufen. So hat sich ein umspannendes Geflecht ausgebildet, bis rein in den Ersten Weltkrieg, was natürlich unglaublich funktioniert hat, besonders in den USA. Das heißt, man hat in den ersten zwei Kriegsjahren, also bis Anfang 1916, erstmal an alle am Krieg Beteiligten Kredite rausgeschmissen, wie nichts Gutes. Man hat für die Franzosen und für die Engländer alle möglichen Munitionsgrößen gedreht oder gestanzt. Man hat denen also haufenweise 75mm Geschütze geliefert. Und das meistens auch in Form von verkleideten Passagierschiffen, nicht? Wie die Lusitania eins auch gewesen ist, mit Tarnanstrichen, mit allem drum und dran. Aber entscheidend ist dabei, dass was sich da aufgebaut hatte, dieses Konglomerat, da hat keiner mehr von weggelassen. Man hat das weltumspannend aufgebaut, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und einer der entscheidenden Personen, Anfang 1918 Vorsitzende von diesem War Industry Board geworden sind, Bernard Baruch, der war einer der Persönlichkeiten, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt haben. Der hat zum Beispiel den Begriff Kalter Krieg geprägt. Der war Chef der Atomkommission in den USA. Der musste sich sogar nach dem Ersten Weltkrieg noch 1900
in den 30er Jahren, 1940 nochmal vor einem Ausschuss rechtfertigen, ob der jemals gewusst hat, was er mit seiner, mit diesem Konglomerat, was er da geschaffen hat und welche Auswirkungen das hatte auf die Menschheit und auf den Ersten Weltkrieg. Und ich sag mal, fast wie die Antwort damals 2003 von Hans Eichel in Bezug auf die neue Steuerpolitik der damaligen Schröder-Regierung, dass man Gewinne im Ausland versteuern konnte oder Veräußerungen von Firmen gewinnen, nicht mehr, also Veräußerungen von Firmen als Gewinn nicht mehr zu versteuern brauchte, hat der damals gesagt, wir konnten dieses Ausmaß ja gar nicht abschätzen. Damit war der raus aus dieser ganzen Geschichte, nicht? Und das heißt also im Klartext, dass diese Leute sich, also, dass diese Leute niemals um eine Antwort verlegen sind, die, die etwas formen, die etwas vorgeben und vorgeben in dem Sinne, dass sie eine Richtung vorgeben und vor allen Dingen, dass sie hemmungslos bereit sind, ihre Interessen durchzusetzen und das alles mit einem Lächeln, das auch alles hinter der, der Maske der Philanthropie, dass man sagt, wir sind alles Gutmenschen. Nicht? Das ist die Unverfrorenheit von solchen Menschen und von solchen Thinktanks und von solchen Gruppierungen wie CFR, die dann einfach für sich in Anspruch nehmen, die Welt zu verbessern und das mit einem Lächeln klar sagen, aber so Leuten wie wie Warren Buffett oder wie Bill Gates da freie Hand lassen, Sachen in Afrika durchzuführen, die ein normaler Mensch niemals gutheißen würde. Ne? Ja. Tja, das kann man seinen Nachbarn alles antun. Muss man aber nicht. Ja. Ich bedanke mich für das Interview. Ich denke, wir haben eine ganze Menge Inspiration bekommen, wo man ansetzen kann für Verbesserungen und wie also, bestehende Machtstrukturen sind und wo man da Dinge verändern kann. Ich denke, also die wichtigste Frage, die man sich immer stellt, wenn einem was auffällt, ist immer die, wem nützt das? Ne? Und ist das für den normalen Menschen, ist es also für den normalen Menschen, egal wo der herkommt oder wo der lebt, ist das für den einträglich? Nicht? Und wo ich drum bitte, ist, es gibt Dinge in der Geschichte, es gibt Details in der Geschichte, es gibt Zusammenhänge in der Geschichte. Sie werden merken, wenn Sie sich um kleine Details bemühen, das müssen Sie nicht so intensiv machen, wie ich das mache, aber wenn Sie sich um kleine Details bemühen, ob irgendwo ein Funken Wahrheit drinsteckt oder ein Funken Verdrehtheit drinsteckt, dann reicht das manchmal aus, um Situationen aus der Vergangenheit mit heute zu vergleichen und Sie werden mit Erstaunen feststellen, dass alles das, was heute abläuft, alles ständig da ist und da gewesen ist. In dem Sinne möchte ich mich auch für Ihr Ohr bedanken. Ich denke, ich habe einiges dazugelernt und eine Menge Inspiration bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Ja, und dann bitte ich um Musik. Und die nächste reguläre Sendung wäre, vielleicht noch kurz als Abkündigung, Ankündigung meine ich, am 19. September. Es wird aber voraussichtlich, wenn alles klappt, zwischendurch am 12. September aus aktuellem Anlass noch eine Sondersendung geben. Also schauen Sie auf www.jungle-dram.de. Dort gibt es dann weitere Informationen. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.